Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Schachfans, zu unserer Sendung Schach der Großmeister. Willkommen hier im Studio des Westdeutschen Rundfunks in Köln zu einer Sendung, die seit über 20 Jahren nicht nur für Schachfreunde ein jährliches Highlight ist und nicht nur für Zuschauer in Deutschland. Ein herzliches Willkommen also auch den zahlreichen Fans in Holland, der Schweiz und Österreich. Unter den großen und stärksten Schachspielern der Welt gehört ein Sieg bei Schach der Großmeister zu den interessantesten und wertvollsten ihrer Laufbahn. Der WDR-Fernsehpokal ist mittlerweile in der Schachwelt ein begehrtes Objekt. So illustre Namen der Schachgeschichte wie Karpow, Hübner, die Polgar-Schwestern, Leko, Anand und Kramnik haben um den Pokal gekämpft. Und hier sehen wir einige der Paarung Kramnik gegen Leko, Leko gegen Anand, Karpow gegen Hübner und Timman gegen Neidic. Und in den beiden vergangenen Jahren hat der junge deutsche Großmeister Arkadi Neidic mit seiner Schachkunst Ex-Weltmeister Timman und Weltmeister Kasimchanow eindrucksvoll besiegt. Und diese Siege konnten die Zuschauer direkt verfolgen, denn die Spieler saßen sich hier im Studio direkt gegenüber. Doch heute wird es ganz anders sein. Die beiden Kontrahenten werden von Kameras beobachtet, in getrennten Räumen sitzen und selbst kommentierend ihre gemeinsame Partie ausspielen. Und die beiden Spieler sind keine geringeren als unsere langjährigen Kommentatoren, die beiden Großmeister Vladimir Hort und Helmut Pfleger. Herzlich willkommen, meine Herren. Helmut, Vladimir. Nun ist das etwas ganz anderes. Seit 20, 25 Jahren kommentierst du für den Westdeutschen Rundfunk und warst immer Kommentator. Jetzt bist du Spieler. Ja. Je suis un joueur, aber gut, ich kann mir das gut vorstellen, dass wie FC Köln, ich will dem Helmut heute wirklich die Lederhosen ein bisschen ausziehen. Helmut. Ja, ich kann mir vorstellen, also so die Vorschau auf 1. FC Köln gegen Bayern München, ich weiß nicht, wie die ist, Vladimir. Also hast du dir schon mal den Tabellenrang angeschaut? Ja. Wir werden es sehen. Helmut, sei so lieb und halt mal das Mikro und jetzt werden wir die Farben auswählen. Nein, Vladimir, du stehst als Nächster. Also, wunderbar, Vladimir hat schwarz und Helmut hat weiß. Ist das nicht wunderbar? Helmut, ist das für dich jetzt ein kleiner Vorteil, weil du sicher Theorie, wann hast du die letzte Partie richtig so ernsthaft gespielt? Ja, ich habe meine letzte Partie vor 7 Jahren gespielt. Das ist wirklich meine erste Partie seit 7 Jahren. Und vor allem, also ich war schon früher mit der Theorie auf Kriegsfuß. Man kann sich vorstellen, wie das heute ausschaut. Also insofern ist es natürlich ein Vorteil. Vladimir, was sagst du dazu? Bist du traurig? Ja gut, aber FC Köln gewinnt auch in Bayern. Also ja. Ich spiele auf dem fremden Platz heute. Also gut, ja, man muss nur gut spielen. Du musst nur gut spielen, ganz einfach ist das. Ja, so ist das. Die Frage ist, also wie hast du dich denn auf diese Partie vorbereitet? Naja, ich habe zuerst erinnert, wann wir zum letzten Mal gespielt haben oder zum ersten Mal und das ist unglaublich. Ja. Helmut, wie viele Jahre, weißt du das noch? Wie viele Jahre sind das? 44. Das war unsere 44. Erste Partie. Dann habt ihr als Kleinkinder schon gespielt. Naja, so, da trug er auch schon, aber die Lederhose. Ja, aber wie hast du dich vorbereitet? Hast du die Partien dir angeschaut? Ja, habe ich nachgespielt. Ja, genau, wie du da sagst. Also ich habe von Helmut wirklich, er spielte wahrscheinlich seine letzte Partie gegen Prusikin. Und das war ja, was ich sag, von dem Chess Day Bank. Ja. Ich habe seine letzte so 40 Partien gesehen und auch noch Respekt. Er hat auch die Leute geschlagen und so. Also wir können beide noch Schach spielen. Ja. Helmut, wie hast du das gemacht? Hast du die Partien dir auch angesehen oder hast du die einfach im Kopf? Manche Leute haben die im Kopf, vielleicht was will nicht. Ich habe leider weder was im Kopf noch sonst wo. Ja. Nein, ich war vorher in Italien zu was ganz anderem, also zu meditieren mit einer befreundeten Gruppe. Und ich habe einfach keine Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Also du willst schon vorbereiten, wenn du verlierst, oder wie sehe ich das? So etwas. Aber ist es fast sinnlos, denn es wäre ein solcher Riesenaufwand und da kann man es lieber wirklich gleich ganz sein lassen. Vladimir, ich verstehe ja unter einem Schachspiel auch, dass man wirklich Schach spielt und nicht eine Partie von 1834 nachspielt.
Ja, zuerst, wie Helmut sagt, wir sind eigentlich alle Naturschachspieler, wir waren es immer so gewesen. Und wir wollen auch noch heute etwas schaffen, kreieren. Also vor allem Kopf soll da sein und alle diese leider zu viel Informationen, das kann auch schädlich sein. Helmut, ich verstehe also jetzt richtig, dass ihr eine richtige Partie spielt, also wirklich so auf Spitz und Knopf. Ja, so wird es wohl sein. Da. Ja, weil manche Leute nämlich überlegen, dann kann ich keine abgekartete Spiele, die sowas machen. Ich erinnere mich noch gut, also die letzte Partie, die ich spielte, das war mit Lothar Schmidt in der Bamberger Hofhaltung. Ja. Und das war keine Partie auf Spitz und Knopf. Da wussten wir beide schon, dass wir nicht wie begossene Pudel dann raustreten. Das hoffe ich natürlich auch, dass wir eine interessante und spannende Partie erleben. Jetzt bitte ich euch in die Kabinen. Wir sitzen nämlich ganz woanders. Helmut, seid das lieb und nehmt das Mikrofon mit. Und wir sehen uns gleich wieder. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Das werden wir uns gleich sehen. Also bitte schön in die Kabinen. Wir sind natürlich gespannt auf die Partie. Und beide haben, wie gehört, eine heiße Partie versprochen. Die Züge der Gegner werden jeweils von unserer jungen Olympia-Hoffnung Ekaterina Jusupow und dem Schachjournalisten André Schulz ausgeführt werden. Wir sehen sie zum Beispiel hier jetzt in der Kabine und wir werden gleich auch zu ihnen rüberschalten können. Jeder der Spieler hat eine Bedenkzeit von einer Stunde und was uns die beiden Spieler in ihren Kabinen, also Hort und Pfleger, über ihre Pläne nicht verraten, das werden unsere Kommentatoren versuchen uns zu erklären. Und hier begrüße ich ganz herzlich Großmeister Lothar Schmidt. Der vielfache deutsche Nationalspieler ist vor allem als Schiedsrichter des Jahrhundertmatches zwischen Bobby Fischer und Boris Spassky weltbekannt. Und herzlich willkommen Matthias Willenweber. Er ist schon seit Jahren mit von der Partie und wird mit den Schachcomputerprogrammen Chessbase und Fritz die Kommentierung für uns erhellend unterstützen und begleiten. Und ein weiterer illustrer Gast wird das Match kommentieren. Es ist der Sieger des WDR-Fernsehschachpokals 2003 und 2004 und der Sieger von Dortmund 2005, Arkadi Neidic. Herzlich willkommen. Arkadi Neidic, 19 Jahre jung, hat gegen die Weltelite, gegen Leko, Topalov, Bakro und Weltmeister Kramnik im Juli den ersten deutschen Sieg in Dortmund errungen. Und das Dortmunder Turnier gehört seit 33 Jahren zu den größten Turnieren der Welt. Ein Sieg in Dortmund ist vergleichbar mit den Triumphen in Wimbledon, bei der Tour de France oder der Vierschanzentournee in anderen Sportarten. Noch einmal herzlichen Glückwunsch, Arkadi. Genau. Und noch weitere illustre Gäste darf ich heute hier bei uns herzlich begrüßen. Den aktuellen deutschen Meister und Europameister im Schnellschach, Arthur Jusupow. Herzlich willkommen, Arthur. Und den Präsidenten des neuen Olympiastützpunktes in Hockenheim, Dieter Auer. Herzlich willkommen, Herr Auer. Und wir haben noch einen ganz besonderen Hobbyschachspieler, der bisher leider über Schach nichts oder nur wenig publiziert hat, den Kölner Schriftsteller Günter Wallraff. Herzlich willkommen, Herr Wallraff. Während der Partie werden wir uns sicherlich mit diesen dreien noch unterhalten können. Doch nun zur Partie. Wir wollen endlich großmeisterliche Taten sehen. Ich hoffe, Sie zu Hause haben schon Ihre Püppchen aufgestellt, wie hier unsere Zuschauer im Studio. Dann kann die Partie ja beginnen. Bitte sehr. Und jetzt sehen wir Helmut Pfleger als Weißer vor seinem Brett brütend den ersten Zug. Helmut, jetzt kannst du im Grunde genommen anfangen, oder hast du die Partie, läuft die Uhr? Ich sehe gerade, ja. Mhm, gut. Also er beginnt, Lothar. D2, D4, Damenbauer in die Mitte des Brettes, wo auch die Hauptsache des ganzen Spiels stattfinden wird. Er bedroht, und hier haben wir die Möglichkeit, also mit Schwarz zu sprechen und leiste mir jetzt deinen Zug. Hm? Also wir sehen, die ganze Technik funktioniert, das ist ja etwas Neues, das hat der WDR bis jetzt noch nie gemacht. Also wir hoffen uns eine interessante Partie und eine wunderbar kommentierte Partie von Lothar, von Matthias, von Arkadi und von den beiden.
Es ist der nächste zugefallen. Springer nach F3. Wir sind im Entwicklungsstadium. Beide versuchen, ihre Figuren so gut wie möglich aufzustellen. Arkadi, was siehst du aus diesem Spiel? Noch nicht viel. Ne? Gut, bisher ist nicht viel los. Beide bauen sich auf. Es wird wahrscheinlich eher eine positionelle Partie, da bisher die Stellung halt sehr vorsichtig aufgebaut wird. Wir müssen gucken, halt, was passieren wird, aber bisher kann man noch nicht viel sagen. Matthias, bei dir in der Datenbank sind ja alle Partien von Vlastimil und von Helmut drin. Haben die so miteinander gespielt oder wie sieht das aus? Die Stellung hatten sie noch nie auf dem Brett. Aha. Wir haben insgesamt 6 Partien. Die letzte war vor 20 Jahren in der Bundesliga. Ja. Und da hatte Hocht allerdings mit Schwarz gewonnen. Ich kann noch verraten, dass Arkadi Nagic am vergangenen Wochenende in Mainz gegen Vlastimil Hort gespielt hat. Vlastimil Hort hat Weiß gehabt in der Farbe und Arkadi Nagic hat gewonnen. Erzähl doch mal ein bisschen, war das toll? Gut, das war eine wichtige Partie, es war die letzte Runde. Ja. Natürlich, wahrscheinlich haben wir beide auf Sieg gespielt, weil Remis bringt für uns beide nichts. Hattest du Zeitvorteile oder wie war das bei Vlastimil? Gut, von Anfang an hat wahrscheinlich mein Gegner keine besonders gute Eröffnung ausgewählt. Ja. Ich habe mit Schwarz ausgeglichen, was wichtig ist, ja. Und langsam meinen Zeitvorteil aufgebaut. Okay, jetzt sehen wir hier einen Zug von Schwarz, und zwar Lothar. Läufer nach F5, gut, da steht er richtig. Er bedroht nach beiden Seiten hin Felder. Also man kann sagen, das Entwicklungsstadium ist so mitten im Gange. Also auch nichts Kompliziertes und nichts. Ne? Jetzt kommt der Bauer. Jetzt kommt C4. C2, C4. Auch hier Einfluss auf die Mitte. Es ist ein sogenanntes Gambit. Ja. Denn Schwarz könnte diesen Bauer schlagen und eine Zeit lang dadurch ein Übergewicht haben. Aber es fällt dem Weißen nicht schwer, ihn zurückzuerobern. Den kann er nicht halten. Nein. Ist das ein bisschen Angriff von Weiß, Matthias? Also das ist eine Variante, die Helmut schon mal gespielt hat mit dem G3. Er möchte damit ruhig in Katalanisch überleiten. Aber die frühe Läuferentwicklung nach F5, ja, der Schwarze dieses Stellungsproblem in diesen Systemen von Schwarz lösen möchte, dieser weißfederige Läufer, den hatte er noch nicht. Das ist neu hier an der Stelle. Aber sonst ist die Situation nicht neu, das ist altbekannt. Arkadi, ne? Ja, richtig. Also man sagt, als Weißer hat man eher in der Stellung keinen Vorteil. Ja. Weil der Läufer steht auf E5 gut. Wahrscheinlich folgt jetzt E6. Sag ich mal G6, wo wird der Spiel? E6. C6. Oder E6. Zeig mal auf dem Brett. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ja. E7, E6, das würde die Diagonale öffnen des schwarzfelderlichen Läufers. Ja. Und zugleich den Bauer D5 schützen. Oder stattdessen C7, C6. Auch zu der eine solide Weise, diesen Bauer auf D5 widerschlagen zu können, falls Weiß nähme. Aber Schwarz hat ja noch nicht gezogen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Jetzt werden wir mal Helmut Pfleger fragen. Helmut, du hast natürlich jetzt mit C4 das versucht, entweder Tempo einzubringen. Ich spiele natürlich völlig unorthodox. Und ich will einfach versuchen, ja, von theoretischen Pfaden wegzukommen. Jetzt hat natürlich Vlastimil mit C6 geantwortet und versucht, sich zu konsolidieren. Ja. Ja, und jetzt droht er wirklich auch meinen Bauern auf C4 wegzunehmen. Und insofern werde ich wohl also direkt selbst zugreifen. Vlastimil, was hast du dir bei dieser Eröffnung gedacht? Ist das eine kompakte Erwiderung oder ist das Angst vor dem Gegner? Nein, nicht alles. Ja, der hat so angespielt. Ich will heute eigentlich mehr Ausdauer, also Ausdauer will ich heute. Er hat immerhin Weiß gezogen, ja, ich will mehr an meine Ausdauer denken, auch im Spiel bin ich bereit, heute bis zu den lauten Königen zu spielen, aber irgendwie im Schach ist das immer so, du musst zuerst ausgleichen und dann nach den Sternen reichen. Ja, dann also, greifen wir nach den Sternen, okay. Das wäre das, ja. Also, er tauscht jetzt. Das ist auch wieder getauscht worden, als normal. Tja, die Stellung ist jetzt ganz ausgeglichen.
um nicht zu sagen langweilig. Also Kinder, ihr müsst jetzt mal rangehen. Ihr habt die Möglichkeit, weitere Figurenentwicklungen zunächst einmal und dann auf den Gegner bitte schön mal losgehen. Akadi, ist das ganz normal? Will man dann schnell ins Remis abgleiten oder ist das also eine Lockgeschichte, die jetzt passiert? Gut, es hängt davon ab, was man erreichen möchte in der Partie. Ja. Also sagen wir, ich persönlich würde die Öffnung nicht bevorzugen, weil, es, wie es richtig gesagt wurde, ist ein bisschen langweilig, die Stellung. Also, aber vielleicht von Dr. Pflegers Seite ist es sogar sehr, sehr gut, dass er so eine Öffnung ausgewählt hat. Es möglichst, zu spielen. Ja, es ist möglichst einfach zu spielen. So eine Stellung, also man steht sehr sicher als Weißer. Ja. Und sind keine theoretischen Fallen oder Entwicklungen vorhanden. Also mal sehen, wie es weitergeht, aber bisher also, sieht es gut aus für den Dr. Pfleger, von seiner Seite her, denke ich. Ludo, was hat eigentlich bei solcher Situation wie jetzt ein Schiedsrichter zu tun? Gar nichts. Er sitzt daneben und lässt sich berieseln von der Partie. Er freut sich einfach. Ja. Auch bei dieser langweiligen Partie bis jetzt oder kommt das noch? Man wartet natürlich jetzt. Die man beiden, tasten sich ab wie Gegner. Ne? Die haben noch solche kleine Beutelchen mit Gift. Ja. Und irgendwann werden sie diese Beutelchen verwenden. Es braucht einige Zeit. Die Bauernstellung ist halt festgefahren, da ist nicht viel zu machen in der Mitte. Wir müssen abwarten. Geduld ist auch übrigens eine Eigenschaft für Schachspieler, die zu loben ist. Sehr gefragt ist. Ja, und beide haben Geduld. Aber es gibt natürlich Schachspieler, die immer gewinnen wollen, die immer auf Angriff Vital beispielsweise war so ein Spieler, der also immer gewinnen wollen und dann aber auch mit Tempo. Und ja. Es gibt so Livi Karpov zum Beispiel, der sich einigelt und dann ganz langsam und wartet und wartet und wartet, dann blitzschnell zuschlägt. So ist es. Also das ist keine Talstellung hier. Ganz hier fehlt nicht. Im Augenblick diese Spannung. Aber wir brauchen vielleicht noch, na, sagen wir, 10 Züge und dann kann sie so richtig sich entwickeln. Wir müssen warten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ganz groß für unsere Zuschauer draußen zwei geniale Köpfe, die jetzt Schach spielen. Und wenn Sie hinterher, was weiß ich, zu Ende gespielt haben, werden Sie beide vom Westdeutschen Rundfunk diese beiden Köpfe von dem Bildhauer Gautam und von dem Westdeutschen Rundfunk geschenkt bekommen. Und Sie können die zu Hause aufstellen und sich immer, was weiß ich, einen eigenen Altar bilden. Ja, das braucht man im Leben, einen eigenen Altar. Und das ist unser Beitrag an und für sich auch zum Papstbesuch. Kann das so sein, oder? Also ich hoffe, dass die beiden Köpfe auch rauchen werden. Ja. Und jetzt ist Folgendes passiert? Ja, man entwickelt sich weiter. Also Helmut hat seinen Läufer fianchettiert, wie man das nennt, hat damit die kurze Rochade vorbereitet. Ja. Der König wird dadurch später in Sicherheit gebracht, der Turm etwas besser ins Spiel gebracht. Es braucht noch einen Moment. Hort wird wahrscheinlich E7, E6 ziehen, ja, um seinen Königsläufer zu entwickeln. Und Helmut wird dann rochieren. Und sie werden beide aufeinander starren. Was machst du nun? Helmut, was ist denn jetzt? Wartest du ab, was Blastibel machen wird? Also E6 ist sicherlich jetzt ganz richtig. Und du willst zusehen, dass du schnell mit dem König verschwindest, was? Ja, das ist völlig richtig. Ich will, also jetzt gerade in der Eröffnungsphase, das war früher schon so, ich habe immer versucht, die Eröffnung zu überstehen. Und dann eben hoffe ich so aufs Mittelspiel oder vor allem aufs Endspiel. Im Endspiel, wenn ich wirklich in ein halbwegs ausgeglichenes Endspiel komme, dann fühle ich mich wirklich schon gleich viel wohler. Aber jetzt fühlst du dich auch nicht unwohl? Ich fühle mich nicht unwohl, nein. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal wunderbar. Ne? Ja. Er hatte ja ein bisschen Angst, als ich die Idee hatte, dass die beiden gegeneinander spielen sollten, die sonst Kommentatoren waren. Da hat er sich lange gesträubt, das zu tun, weil er Angst hat, doch schnell einzugehen. Aber das ist gar nicht der Fall. Ja, Helmut hat ein heiteres Gemüt, wie wir auch gerade gemerkt haben. Ja. Und das ist auch seine Stärke. Im Schach zu hoffen und das Gute zu sehen, das ist sehr gut. Matthias, da siehst du jetzt auch das Gute. Also wir sind noch im Bereich der Öffnungstheorie. Also wir haben viele Partien noch in der Datenbank. Ich habe hier 3 Millionen Partien mitgebracht. Mhm, Großmeisterpartien und starke Bundesliga-Partien. Und die Stellung hat es schon deutlich über 100 Mal gegeben, auch in der jüngeren Spielpraxis. Und wie ist sie ausgegangen? Das ist eine ganz normale Eröffnungsstellung, wo Weiß einen minimalen leichten Vorteil festmachen konnte hier. Aber wir sind noch mitten auf dem Boden der Theorie. Ja.
ich denke, das ist den Spielern auch bewusst. Akadi, wie viel Zeit bräuchtest du, um so eine Eröffnung zu spielen? 30 Sekunden? Oder wie geht das am schnellsten? Gut, je nachdem, ob man sie kennt oder nicht, ob man sie vorbereitet hat. Hat man denn so eine Eröffnung richtig mal im Repertoire? Ja, aber ich denke eher weniger, weil Weiß können nicht wirklich hoffen auf einen großen Vorteil hier. Ja. Oder sagen wir auf irgendeinen Vorteil sogar. Die Stellung meiner Meinung nach ist ausgeglichen. Also daher. Du bist ja aber auch ein bisschen mehr Angriffsspieler als was weiß ich, der sich ziemlich verteidigt. Also ich mag es auch, ja. Ein bisschen mehr nach vorne. Ist das die Tugend der Jugend, die man noch hat? Und später, wenn man älter ist, Lothar, ist man dann ein bisschen vorsichtiger? Ja, ich könnte jetzt behaupten, dass das hier ein ungeheurer Reifeprozess ist, der hier abgespielt wird. Ja. Aber ich kann es auch lassen. Und wenn du die jetzt spielen müsstest, würdest, was würdest du jetzt sehen? Also man möchte jetzt gerne den Damenläufer, also von C1 entwickeln, nach F4, nach G5. Zeig mal, also gut, weil so demonstrativ Läufer nach F4 wäre kein schlechter Zug. Der Läufer hätte dadurch eine weitere Diagonale. Platz, ja. Dagegen Läufer G5 nicht ganz so gut, weil er nämlich dann befragt würde durch H7, H6, was willst du nun? Und dann müsste er wahrscheinlich den Springer tauschen. Und man macht das nicht gern. Der Läufer ist, um eine Idee stärker einzuschätzen als der Springer. Aber es gibt natürlich auch Spieler, die viel lieber mit Springern spielen. Ist das zum Beispiel eine Vorliebe hat man dabei, solchen Sachen ja auch. Ne? Und du hast lieber mit den Läufern gespielt. Also das ist allgemeine Übung und Gedankenweise für das Endspiel zum Beispiel sind Läufer etwas besser als Springer. Im Mittelspiel können allerdings Springer sehr gefährlich sein. Eine Geschmackssache. Kann sein, muss nicht, sagt Dieter Hütsch in Deutschland hier. Das kann sein, muss nicht. Wie ist es bei Akadi bei dir? Spielst du lieber mit Läufern oder mit Pferden? Das ist auch unterschiedlich. Schwierig zu sagen, also hängt sehr von der Stellung ab. Aber man sagt, ein Läuferpaar ist meistens stärker als Springer-Läufer oder zweimal Springer. Wir sehen, dass hier Läufer E7 inzwischen geschehen ist. Der bereitet auch die Rochade vor. Ja, auch in den sicheren Hafen. So kann man es nennen. Man kann auch sagen, sie wollen sich an Langeweile überbieten. Nein, das aber vielleicht ist, haben sie auch ein bisschen, also sie tasten sich ab. Sie haben ja für lange nicht gespielt. Und Helmut hat kaum eine Spielpraxis noch. Er kann gut kommentieren. Richtig. In Wahrheit ist es Raffinesse. Ich glaube auch. Den Gegner einschläfern zum Beispiel und sie ihm so mitteilen, denkst du, dass ich dir nichts tue. Ja, das sind Schachspieler, ne? Das ist Schachpsychologie. Ja. Und in Wahrheit dann irgendwann, wenn es der andere nicht erwartet, zuschlagen. Auch gemein, Matthias, was? Schachspieler sind so, ne? Musiker weniger, ne? Ja, das ist aber das Tolle am Schach, ist, dass das auch Psychologie ist am Brett. Und dass man, da gibt es sogar ein ganz tolles Buch drüber, was viele Vereinsspieler kennen. Das Buch Schach für Tiger hier, das sicher viele kennen, wo es darum geht, wie kann man den Gegner am Brett psychologisch einlullen. Also so, dass man eine Gestik entwickelt und zum Beispiel, wenn man schlecht steht, dann muss man so tun, als würde man im nächsten Augenblick vor Depression zerfließen, um den Gegner Sicherheit zu wiegen. Und das macht große Freude im praktischen Schach. Natürlich nur auf dem Level, auf dem ich spiele, also nicht auf dem Level, auf dem zum Beispiel Akadi spielt. Obwohl, ich weiß es nicht. Akadi, wie ist es denn bei dir, wenn du psychologisches Schachspiel machst? Na gut, wenn man deutlich schlechter steht, das sieht schon der Gegner, auch wenn man so sitzt und zeigt. Also, ich fühle mich wohl, der Gegner denkt. Also. Und ist bei Kasparov das ja ganz besonders. Er hat eine Gebärdensprache, man kann ja geradezu ablesen, was er gemacht und was er gemacht hat oder machen wollte. Wenn er sich verzweifelt fühlte, hat er den Kopf hin und her. Ist das bei dir nicht so? Du bist dann cool und sagst, was du. Also eher die meisten Schachspieler sitzen eher ruhig, aber es spielt sagen wir, eine Rolle, wie man den Zug ausführt. Ob man dem sicher macht oder ob man zweifelt. Also man merkt schon, wie der Gegner sich fühlt. Und Lothar hat gerade den Zug Sieger ausgeführt. Das hat war wäre welcher? Zug gemacht, Läufer G5. Zeig mal. Der hier, Läufer C1 nach G5. Das, was du also nicht so gerne wolltest. Ja, man kann das spielen durchaus. Schwarz könnte nun den Läufer befragen. Und mit H7, H6. Und der würde sich dann vielleicht dann gegen den Springer tauschen. Das müssen wir mal abwarten. Also wenn ich vorhin sagte, es sei ein bisschen langweilig, dann ist das in Wahrheit eine der raffiniertesten Partien, die ich je gesehen habe. In den letzten zwei Wochen. Es gibt einen ganz berühmten Vorgänger hierzu, nämlich Campomanus gegen Pachmann. Es gab einen berühmten FIDE-Präsidenten, der die Politik und auch das Gesicht des Weltschachbundes sehr geprägt hat. Das war der Filipino Florencio Campomanes und der hatte das gegen den tschechischen Großmeister Ludek Pachmann auf dem Brett 1956 und Pachmann hat als Schwarzer hier, wie auch eben von Lothar Schmidt vorgeschlagen, H7, H6 gespielt und
Ja, das ist auch eigentlich der theoretisch häufigste Zug in der Stellung hier. Wladimir Hocht erzählt übrigens, dass es vor kurzem eine Wahl der berühmtesten tschechischen Schachspieler gegeben hätte des ganzen Jahrhunderts. Und er ist Zweiter geworden. Er war Zweiter und an dritter Stelle war Ludek Pachmann. Ach, also wir haben hier eine Parallele. Jetzt entdeckt. Denkst du stark und schwer nach. Also was bekümmert dich? Ja, bekümmert. Ja, der letzte Zug schon von Helmut, ja, weil ich kann irgendwie nicht da hinten kommen. Ja, gut. Das heißt, was heißt hinten kommen? Wo bist du? Wo ist da irgendwie seine so Konzeption? Ich versuche schon, mich da gut aufzubauen. Ich weiß jetzt nicht, soll ich den Läufer gleich angreifen oder soll ich in der Entwicklung weiter vorsetzen, den König in die einfach in die sichere Stellung bringen. Ich habe auch einen Zug wie Springer E4. Ich habe auch einen Zug Dame B6. Ich kann auch neutral noch hier wirken mit Turm AC8. Ja, warte mal langsam, wenn wir das mal anschauen. Dann ja, da sind jetzt plötzlich sehr viele Züge zur Verfügung und das wird sich ein... Wonach entscheidest du das denn jetzt? Also rechnest du das aus oder sind das Erfahrungswerte oder intuitiv? Ja, ja, ich versuche jetzt mich erinnern natürlich... Wie kann ich das Spiel sicher... Ja, dann denk mal weiter. Danke. Ja, ich denke, danke. Ja, ich denke noch. Ich muss denken. Helmut, jetzt denkt Wladimir eine ganze Zeit und er weiß nicht, was er machen soll. Hast du ihn so schon in die Enge getrieben oder ist das von dir Hoffnung? Leider wird es nicht so sein, dass ich ihn so in die Enge getrieben habe. Ich weiß nicht, woran er überlegt, aber... erwartest du denn jetzt? Was hast du dir ausgedacht, was jetzt kommen müsste nach diesem Zug G5? Mein Gott, kommen müsste, er hat etliche Züge. Er kann zum Beispiel einfach rochieren, er kann eventuell Dame B6 spielen. Also so verschiedene Dinge. Also wirklich, bei mir ist das uralte Konzept in der Eröffnung, ich spiele da immer wie ein Hase und versuche also irgendwie, dass ich nicht allzu sehr gebissen werde, um dann eben... Dann beißt du zurück. Später hoffe ich dann zurückzubeißen, so ist es. In der Zwischenzeit hat also Wladimir immer noch weiter überlegt. Arkadi, was müsste für dich jetzt konsequenterweise kommen von Schwarz? Also ich denke, H6 wäre noch ein interessanter Zug. Ja. Damit die Weißen sich auch entscheiden müssen praktisch, also ob sie auf F6 nehmen oder doch mit dem Läufer weggehen. Sei mir doch mit Variantenbreak aus der Regie, das war der Rentenbrett. Also höchstwahrscheinlich folgt dann nach H6, Läufer schlägt F6. Na langsam, wir ziehen das mal hier auf dem Brett für die Zuschauer. Also, er nimmt den. Läufer schlägt F6 zurück. Läufer schlägt wieder. Und wahrscheinlich E3, um praktisch den schwarzfarbigen Läufer schwach zu machen, also gegen den dem... Aber es sieht dann trotzdem noch kompakt aus, was, Lothar? Ja, das ist wie in einer guten Ehe. Ja. Der Mann entwickelt sich total solide. Ja. Jetzt entwickelt man wieder zurück, wie das an der Ausgangsstellung war. Das ist aber die Hoffnung der meisten Männer, ne? Ist auch noch nicht passiert, ne? Ja, wir wissen nicht, was geht in Hocht vor. Er hat immerhin viel mehr Zeit verbraucht als Helmut. Ja. Er hat noch 46 Minuten hat er noch übrig. Also, macht das viel aus? Naja, es kann zum Ende hin, also wenn dann die Stellung wirklich kompliziert wird, sich doch negativ auswirken. Aber er ist erfahren genug, er wird später etwas das aufholen. Also jetzt ist es ja wohl geschehen in der Partie. Er greift ihn so oder? An. Ja, also H7, H6 und Läufer schlägt wieder. Und er schlägt wieder. Die Position ist tatsächlich nach wie vor völlig ausgeglichen. War das jetzt zwingend oder? Ja, das Schlagen war konsequent. Ja, es ist so, die Stellung ist geschlossen, wie man sagt. Es gibt keine Bauernstruktur, die irgendwelche Komplikationen dieser Art nach sich führt. Und deshalb sind so lange die Läufer nicht besser als die Springer. Ja. Aber es ist so absolut gleich. Mhm. Matthias. Also immer noch Theorie. Ich habe inzwischen das Schachprogramm Fritz 8 hinzugeschaltet, um nicht nur die Datenbank zu befragen. Und auch das Schachprogramm bewertet jetzt sogar einen leichten Vorteil für Schwarz hier an. Vorteil, Schachprogramme machen das immer in Einheiten von Bauern und das sagt sogar schon, dass es sich so wohl fühlt mit Schwarz, dass es denkt, Schwarz hätte fast einen halben Bauern Stellungsvorteil. Ich weiß aber, dass das an dem Läuferpaar liegt, denn Fritz liebt das Läuferpaar über alles. Das
ist ja so. Deswegen denke ich, dass diese Bewertung ein bisschen zu optimistisch ist aus schwarzer Sicht. Und Arkadi, wie siehst du das? Auch also ich sehe die Stellung mehr als gleich. Also ja. Passiert noch nicht viel. Also im Läuferpark können sich praktisch nur zeigen, wenn die Stellung offen wird. Und die Stellung ist relativ geschlossen. Daher also, ich schätze die jetzt ungefähr gleich ein. Luther. Ja, also ich freue mich für beide Spieler. Sie brauchen keine Angst zu haben. Voreinander gleich gar nicht. Aber es kann sein, dass dem einen oder anderen nun doch mehr einfällt. Dass einer doch ein bisschen mehr riskiert. Und dann kann binnen weniger Züge dieses Brett in Flammen stehen. Arthur Yusupov, siehst du das auch so, dass in kurzer Zeit das Brett in Flammen steht? Oder ist das für dich auch eine langweilige Partie? Ich glaube, dass Vlastimil wird versuchen, Initiative zu übernehmen. Er hat das Läuferpaar. Ja. Zwar kann er noch nicht die Zentrum zu sprengen, vielleicht mit E6-E5, aber vielleicht in der Zukunft kann er das machen und vielleicht schwarzfeldrige Läufer dann zu aktivieren. Was würdest du denn jetzt als Sekundant von Helmut Pfleger sagen, wie er dann weiterspielen sollte? Auch noch immer auf Defensive? Ich glaube, er hat sich so auf Defensive beschränkt. Das ist wahrscheinlich vernünftig, auch wenn man das berücksichtigt, dass er 7 Jahre nicht gespielt. So, ja. Das muss jetzt. Nun spielst du ganz aktiv und bist deutscher Meister geworden. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Was ist das denn für eine Atmosphäre? Das war in Altenkirchen. Und in Altenkirchen wird ja seit vielen Jahren toll immer Schach gespielt. Es war immer schon Atmosphäre dort, aber irgendwie hat bei mir früher nicht geklappt. Und dieses Mal hatte ich Glück. Aber ich komme auch weiter gerne nach Altenkirchen. Welchen Stellenwert hat denn für dich, du bist nun auch Europameister geworden im Schnellschach, welchen Stellenwert hat eine deutsche Meisterschaft? Ist die denn genauso wert wie große Mannschaftsveranstaltungen? Es ist ein sehr hoher Wert. Und individuelle Titel zu bekommen, ist etwas Besonderes. Und ich bin ganz glücklich darauf. Und ich hatte, glaube ich, 5-mal versucht und Erfolg und dann endlich das einmal geklappt. Und du spielst natürlich auch in der deutschen Nationalmannschaft. Wie sieht es denn da aus? Ich glaube, dass wir brauchen auch jüngere Spieler in die Nationalmannschaft. Und ja, Arkadi Neidisch zum Beispiel, das wäre eine große Bereicherung, wenn wir den in die Nationalmannschaft natürlich begeben. Natürlich. Wir müssen dich fragen, ob er bereit ist zu spielen, aber es gibt da, glaube ich, Schwierigkeiten mit dem Schachbund, umgekehrt, wie auch immer, aber die lassen sich sicherlich aus der Welt schaffen, bei gutem Willen. Natürlich, ich glaube, dass so ein starkes Spieler muss auch in der Nationalmannschaft spielen. Da sind wir auch der Meinung, ganz sicherlich hier, ne? Auch im Studio, sicherlich. Ne? Arthur, erstmal herzlichen Dank. Arkadi, die Reaktion hier im Publikum ist natürlich, dass du in der deutschen Nationalmannschaft spielen solltest. Und du bist auch der Meinung, das könnte man langsam machen. Natürlich, also von meiner Seite her gerne, ohne Probleme. Aber wie gesagt, ich habe einen Konflikt, könnte man sogar sagen, mit dem Deutschen Schachbund. Also wir kommen beide schlecht weiter. Könnte man da vermitteln, Lothar? Wie sieht hier sowas aus? Wer ist als Vermittler? Den Papst können wir nicht immer bitten. Nein, also er hat in den letzten Turnieren wiederholt gezeigt, wie gut er ist und wie stark er sich weiterentwickelt hat. Ich bin auch der Meinung, dass er in die Nationalmannschaft ohne weiteres gehört. Ich würde mich sogar freuen, wenn er dahin käme. Und ich würde das auch aus meiner bescheidenen Sicht sehr fördern. Wer entscheidet das denn? Macht das der Präsident der Deutschen Staatsbundes? Oder wer entscheidet sowas? Es gibt einen hauptamtlich beschäftigten Mann, der da mitentscheidet und ein Gremium ist dabei. Es werden dann die Gesamtergebnisse sicherlich geprüft. Es wird auch sonst seine Eigenschaft sicherlich bedacht, ob er in die Mannschaft passt oder passt nicht passt und so weiter, ja. Ich wollte hier zur Stellung etwas sagen. Ich sehe, wie solide unser lieber Freund Hott vorhin gedacht und den Zug ausgeführt hat. Statt der kurzen Rochade nämlich, hätte er auch G7, G5 probieren können. Zeig uns das auf dem Brett. Du Zuschauer, also zeigen. Er spielte während des Interviews kurze Rochade. Ja. Das war ganz sachlich und richtig. Man hätte auch G7, G5 versuchen können. Also Tempo. Um nämlich dem Läuferpaar auf weitere Sicht mehr Spielraum zu geben. G5 ist zwar
gefährlich für den schwarzen König, der vorläufig keine Fluchtmöglichkeit hat. Auf der anderen Seite droht G5, G4, dann müsste der Springer zurückweichen und Schwarz gewänne an Raum. Ja. Und die Läufer würden damit stärker werden. Es hat einen Plus-Minus-Effekt. Aber er hat es halt nicht gespielt. Er hat, solide wie er ist, kurz rochiert. Arkadi, hättest du auch so gespielt, wie das Lothar Schmidt gerade gesagt hat? Also G5 gefällt mir ja weniger, der Zug. Ach, weil, weniger. Weiß können vielleicht eventuell mit Turm E1 und irgendwo E4 die Mitte öffnen. Mhm. Und dann wird es doch ziemlich gefährlich für den schwarzen König, der auf E8 steht. Also lange Rochade wäre wahrscheinlich nicht möglich. Also die kurze Rochade war schon ganz vernünftig. Ja, und die kurze Rochade ist natürlich nicht möglich nach G5, weil ja. man ganz offen steht. Und Matthias, was sagst du, wie sieht das jetzt aus, nachdem die Stellung, das ist unsere richtige Stellung, Ausgangsstellung, wo haben wir jetzt welche? Also wir haben, es ist jetzt die kurze Rochade geschehen. Ja. Und Weiß hat an der Stellung jetzt Turm C1 gespielt. Fritz sagt nach wie vor Ausgleich, es ist völlig solide Entwicklung und eine risikolose Stellung. Aber jetzt, was Lothar Schmidt gesagt hat, die Zeit, Wladimir rennt sie ja ein bisschen weg. Ja, das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt, dass später sich das mehr oder weniger negativ auswirken könnte. Das G7, G5, ich will nicht behaupten, dass es nun so gut gewesen wäre. Ja. Aber es hätte viel größere Probleme gestellt an beide Seiten. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass man in einer etwas scharfen Stimmung so etwas durchaus hätte probieren können. Und dann wäre die Partie wirklich spannend geworden. Jetzt ist sie immer noch langweilig für dich. Nicht direkt langweilig, aber es ist nicht das Feuer drin, welches schon an dieser Stelle hätte eingebracht werden können. Nun sind das zwei 60-jährige Herren. Ja. Ist da noch viel Feuer gefragt oder noch da? Also wenn ich an mich denke, dann würde ich sagen, ich hätte G7, G5 auch nicht gespielt. Aha. Aber man kann anderen Guten immer gut raten, was? Das ist es eben. Wenn man den genügenden Abstand gefunden hat, dann spielt man G7, G5. Das hatten die beiden Kommentatoren, die das 25 Jahre gemacht hat, auch immer. Sie konnten wunderbar raten, sagten, das sind ja nicht unsere Steine, die wir spielen. Ne? So ist es. Wir haben uns öfter unterhalten. Helmut war ja unser oder mein Clubgenosse. Da besteht ein Altersunterschied von 15 Jahren. Ja. Er war damals also blutjung, aber doch schon mit viel Kraft und Elan und vor allen Dingen einer riesigen Begabung angetreten. Und wir Älteren konnten uns noch wundern. Ja. Jetzt ist er also tatsächlich auch im alter Herr geworden. Beginn des Reifealters. Ja. Und da kann man von ihm erwarten, dass er hier E2, E3 spielt. Das hat er ja gemacht. Also solider geht's nicht. Fabelhaft. Fabelhaft. Ja, würde ich sagen. So passiert ja nichts, Helmut. Genau. Dem anderen allerdings auch nichts. Wladimir, es passiert nicht allzu viel. Wir sagen, es ist eine langweilige Partie oder hast du noch einen Pfeil im Köcher? Ja, sicher. Langweilig ist etwas ganz anderes. Ja, er will. Gut, ich werde jetzt schon mich irgendwie da. Was hast du denn langfristig vorzuknabbern? Ja gut, ich muss mich auf Damenflügel irgendwie organisieren und hoffen, dass irgendwann meine zwei Läufer ins Spiel kommen. Ja. Und was willst du mit der Dame jetzt machen? Die hast du angefasst, das musst du auch spielen. Ja, sicher auch. Dame geht. Schmidt hat ja schon gesagt, das geht so nicht. Also berührt, das macht er auch. Also jetzt spielt er auf A5. Ja, richtig. Völlig korrekt. Auch solide. Um nicht zu sagen fabelhaft. Jetzt knabbert er also ein bisschen auf der anderen Seite, Matthias. Also hat Schwarz hier schon eine starke Drohung? Nein, kann man nicht sagen. Es ist mehr oder weniger ein Entwicklungszug. Möglichkeiten für Weiß habe ich jetzt mal abgefragt, Drohungen aufzustellen. Wenn Weiß in dieser Stellung nach ruhiger Entwicklung etwas drohen wollte, dann wäre es für Weiß die Entwicklung der Dame auf das Feld B3, was man hier auf dem Fritzbrett sehen kann, die dann den ungedeckten Bauern B7 bedrohen würde. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt der stärkste Zug, sondern ich wollte einfach mal den Charakter der Stellung erspüren und sagen, was kann denn Weiß eigentlich hier drohen nach dieser Entwicklung? Das wäre der Zug Dame B3. Aber ausgerechnet hier ein Bauern, ist das alles gleich noch? Ne? Ansonsten ist natürlich die Stellung völlig ausgeglichen. Ja. Aber ausgeglichen muss nicht heißen, dass sie langweilig ist oder ruhig. Es sind ja alle. Aber Lothar Schmidt findet sie noch langweilig. Arkadi, du auch? Gut, nicht wirklich langweilig, aber es passiert nicht viel. Wir können es ja so sagen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Richtig. Vielleicht brauchen die älteren Herren das auch, Lothar. Ja, so ist es. Man kann natürlich hier Springer A4 in Erwägung ziehen, um
damit auf das Feld C5 zu kommen. Egal, ob mit dem Turm oder mit dem Springer nach C5. Das wäre immerhin eine Idee, um eine Belebung herbeizuführen. Aber ein Vorteil wäre damit auch nicht herauszuholen. Schwarz andererseits kann dann Turm F nach C8 spielen und am Damenflügel versuchen, durch späteren Vormarsch des B-Bauern ein Druckspiel zu entwickeln. Lothar Schmidt erklärt einen späteren Vormarsch. Sie sind auf einem anderen Vormarsch, Herr Auer. Sie haben in Hockenheim einen neuen Stützpunkt gegründet mit dem Deutschen Schachbund. Und zwar soll dort die weibliche Jugend für den Olympiakampf 2008 in Dresden vorbereitet werden. Ja, es ist richtig. Ich freue mich, dass Sie mir Gelegenheit geben, kurz auf die Gründungsinitiative zu sprechen zu kommen. Sie waren ja damals mit selbst in Hockenheim gewesen. Es war ein Tag vor dem Ramada-Cup-Finale und konnten diese Initiative mit. Das ist aber jetzt weitergegangen. Jetzt haben Sie sowas gebildet und Sie haben auch Leute gefunden, Gott sei Dank, die Geld da rein tun. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist natürlich immer sehr wichtig. Die Suche nach den Sponsoren ist sehr wichtig heute. Im Sport kann im Prinzip ohne Sponsoren nichts bewegt werden. Vor allen Dingen im Schach nicht. Das ist ein ganz großes Thema, glaube ich. Ne? Auch in anderen Sportarten nicht. Jedoch im Schach ist es so, dass mit wenig Geld meiner Meinung nach viel erreicht werden kann. Und da sind wir auch auf einem ganz guten Wege. Insofern, dass wir nicht nur die Stadt Hockenheim als Unterstützung ne? haben, ja. sondern auch die Stadtwerke Hockenheim, Aquadrom Hockenheim ja. und Motodrom Hockenheim, die Banken ziehen. Kann man denn sagen, wie viel Geld das sein muss, damit das überhaupt funktionieren kann? Insgesamt gibt es da vielleicht eine Vorstellung? 100.000 Euro, 200.000 Euro oder was muss da sein, damit das vernünftig ist, damit das wirklich eine Chance hat? Nach oben möchte man da nicht unbedingt jetzt schon Grenzen setzen am Anfang. Ja. Im Moment sieht es wohl so aus, dass wir uns auf ca. 10.000 Euro hinzubewegen. Das heißt aber, dort muss ja einiges getan werden. Wie oft werden zum Beispiel diese Jugendlichen eingeladen, um dort Kämpfe zu machen oder zu trainieren oder sowas? Die Jugendlichen sollen insgesamt viermal zu 5-Tages-Seminaren nach Hockenheim kommen. Und das sind praktisch die Jugend-Olympia-Mannschaften, die dort trainiert werden mit einem neuen Modell. Mhm. Denn der Großmeister Josef Dorfmann hat sich bereit erklärt, hier in Kooperation mit dem deutschen Olympiateam praktisch mit hier vor Ort bei uns in Hockenheim aktiv zu werden. Vielleicht könnten wir aber auch den Arthur Jusupov bitten, einmal dort mitzumachen. Nämlich Arthur, seine Tochter Katharina, die hier die Züge für Vlastimil zieht, ist sicherlich eine der großen Hoffnungen. Und wir könnten ja Arthur mal fragen, ob er nicht bereit ist, auch dort mitzuwirken. Arthur, wie sieht es denn aus mit deiner Initiative, mit deiner Hilfe dort in diesem Olympiasturz mitzuwirken? Ich habe schon mit der Olympiamannschaft trainiert und warum nicht? Das wäre eine große Unterstützung. Und ich hoffe natürlich, dass Sie viel Glück haben und wir hoffen, dass 2008 in Dresden Ihre Initiative dort Früchte trägt. Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Auer. Dankeschön. Lothar, eine ganz wichtige Sache, glaube ich, ist das. Also, wenn also die Olympiade in Deutschland stattfindet, du hast ja auch mal für die deutsche Nationalmannschaft in Deutschland gespielt, da wart ihr sehr erfolgreich. Ja und nein, wir hatten immer eine gute Olympiamannschaft. Wir waren als bestes Ergebnis hatten wir die Silbermedaille ja. erobert einmal. Und, wann war das? Das war jetzt in Griechenland ja. In der Türkei. Ich muss hier nachdenken. Das war. Matthias, hast du den Computer da an? Das war vor 3 Jahren oder was? Vor 3 Jahren, nicht? Ja, sowas. Ne? Also sehr gutes Ergebnis. Wir hatten zweimal die Bronzemedaille. Ja. Damals war natürlich die Sowjetunion ungeheuer stark. Die hatten ja alle Weltmeister zur Verfügung. Und auch jetzt haben wir nach wie vor eine recht gute Mannschaft ja. mit Spitzenspielern. Robert Hübner spielt ja auch noch, der ja. lange Jahre am Spitzenbrett war. Unziger spielt zwar auch noch, aber nicht mehr in der Olympiamannschaft. Ich selber habe mich schon seit vielen Jahren zurückgezogen. Aber bei den deutschen Männern war das immer ganz gut. Bei den Frauen ist es da jetzt mittlerweile auch ganz gut. Die Pferd spielt die mit. Die können was, ja. Die können eine ganze Menge, glaube ich. Die ne? können was und sind zum Teil sogar bewundernswert. Ich freue mich immer, wenn ich deren Partien verfolgen kann. Ja. Und insgesamt
dürfen wir, glaube ich, im deutschen Schach zufrieden sein. Wir sind in der Weltspitze, da sagen wir mal, Platz 5 herum ungefähr. Und deswegen ist so eine Initiative in Hockenheim sehr wichtig, dass für die Zukunft da was gemacht wird. Ja. Im Schach wird im Grunde viel zu wenig gemacht. Matthias, siehst du das auch? Also Unterstützung? Also es ist wichtig, dass das Schach öffentlichkeitswirksam ist. Und wenn Schach für Medien interessant ist, dann kommt automatisch die Unterstützung. Das ist einfach, der Markt regelt das. Das heißt, wenn wir einen guten Spieler haben, dann ist erst das Interesse groß. Also ich glaube, dass ein Spieler wie Arkadi Neidic, ein junger, starker deutscher Spieler, ein Segen ist. Und das ist das, was das deutsche Schach voranbringen kann. Nur er darf jetzt nicht Arkadi auf den Lorbeeren ausruhen. Das geht natürlich auch nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Man muss viel trainieren, damit das weitergeht. Aber sagen wir als Beispiel, das Turnier in Dortmund ist sehr bekannt geworden. Durch die vielen Großmeister, die da jedes Jahr teilnehmen, ist das ein Traditionsturnier. Und wir haben jedes Jahr über 5000 Zuschauer, die das Turnier also per Ort besuchen. Also daher, ich finde, man muss es halt im Schach besser darstellen, also damit es interessanter ist für die Zuschauer, auch die Turniere zu besuchen. Ja, und vor allem starke Spieler. Das ist wie bei anderen Sportarten auch, Lothar. Sobald ein starker Spieler da ist, was auch immer, spielen die plötzlich alle Tennis. Sie haben vorher nie Tennis gespielt. So, jetzt sind die Züge, jetzt wiederholen wir die nochmal, die bis jetzt gefallen sind. Es sind also weiterum diese Entwicklungen, wie man sie voraussehen konnte, geschehen. Schwarz hat seinen Turm von F8 nach C8 gezogen, wo er die halboffene Linie beherrscht. Und Pfleger hat inzwischen seinen Springer über D2 nach B3 geführt, wo er die schwarze Dame bedroht, die ja doch ein bisschen lästig dort stand. Und die schwarze Dame ist inzwischen schon richtig zurückgegangen. Ja. Der Turm hat inzwischen ein besseres Feld erreicht, als er auf F8 hatte. War das ein Tempoverlust für Blasimir, dass die Dame wieder zurückziehen muss? Nein, das kann man so nicht sehen. Oder hat er nur versucht, ein bisschen geknabbert? Der Springer steht auf B3 nicht besser als auf F3. Ja. Aber er hat überhaupt keine ganz große Zukunft. Es ist alles noch ganz ruhig, ganz sachlich. Die Entwicklung muss erst noch kommen. Wir brauchen noch mal 10 Züge, bevor das Feld so richtig wild werden könnte, je nach Risikobereitschaft. Und gibt es ja manchmal bei Veranstaltungen, bei großen Turnieren, das auch so, dass jetzt zum Beispiel zwei Großmeister sagen, bei dieser Partie machen wir einfach Remis. Das ist doch der Tod des Schach im Grunde genommen, dass sie jetzt einfach sagen, wir machen Remis, wir gehen lieber schwimmen. Das wäre noch schöner, wenn die jetzt bald Remis geben würden. Ja. Das wäre, für uns wäre das gut, wir hätten Feierabend. Das für den einen ja, für den anderen wäre es ärgerlich. Und ich habe mit beiden noch zu Mittag gegessen und gesagt, wehe, ihr macht ein frühes Remis. Richtig. Das ist die Tätigkeit eines theoretischen Schiedsrichters. Ja. Nein, also Spaß. Aber da leiden die großen Turniere ja nur, dass sie zu schnell Remis machen, die Zuschauer kommen von weit angereist und dann gehen die einfach nach Hause. Das ist in anderen Spielorten. Die sollten, ich finde, bin der Meinung, die sollten im Grunde genommen bis zu Ende kämpfen. Und wenn sie dann Remis machen, dann müssen sie halt eben Entscheidungskämpfe machen. Ja. In beiden glimmt das Feuer, hoffe ich jedenfalls. Und wenn, du musst es entfachen. Wenn die nur wollen, dann könnte man, wie gesagt, in einigen Zügen da das Feuer entfachen. Es braucht Zeit. Die Bauernstellung ist eben sehr fest. Man kann sie nicht ohne weiteres auflösen, ohne Schwächen zu erzeugen. Also wenn zum Beispiel Weiß versuchen wollte, E3, E4 zu ziehen, um diese Stellung zu öffnen, wäre das im Prinzip sowieso falsch, weil ja dann die Läufer mehr zur Wirkung kämen. Aber abgesehen davon würden dann Schwächen auch entstehen auf dem Punkt D4. Also wenn der Bauer vorginge, E3, E4, würde dann nach dem Schlagen der Bauer Schlag D4... Der Schlag zeigt das also gut, Schlag macht er würde schlagen und wenn er jetzt zurückzöge, dann würde der Bauer D4 hängen, nicht wahr? Dann könnte also der Läufer auf D4 nehmen, beispielsweise. Und Schwarz hätte also einen Bauer gewonnen. Aber er könnte den Springer ja auch nehmen, aber das ist nicht so gut. Das ginge zwar auch. Und dann später auf D4 zu nehmen, das wäre alles zum Vorteil von Schwarz. Also Weiß könnte nicht gut auflösen, diese Mitte. Und Schwarz umgekehrt könnte daran denken, E6, E5 einmal zu ziehen, um dem Läuferpaar mehr Wirkung zu verschaffen. Aber dann ist eben vorläufig auch der Punkt D5 zu schwach. Vorläufig ist nichts zu machen. Man muss das Ganze vorbereiten. Also deshalb hätte ich, wenn man schon Kampfwillen hat, vorhin E7 gezogen. Jetzt ist Helmut. Ja, den Kampfwillen ist jetzt vorbei. Ja, also jetzt geht's nicht mehr. Ne? Hat A2, A3 gezogen, wenn es stimmt. Ja, wieder ein solider Zug.
Helmut, jetzt hast du einen soliden Zug gezogen, wie Lothar Schmidt erzählt. Also ganz einfach und solide. Ist das eine Partie, die dir noch gefällt? Du hast einen großen zeitlichen Vorteil. Ja, also ich bin bis jetzt bin ich wirklich zufrieden, weil ich glaube, also, dass ich im Moment zumindest nichts zu befürchten habe. Und 11 Minuten mehr Zeit. Das ist natürlich auch sehr angenehm. 9 sehe ich gerade hier auf meiner Uhr. Aber mir geht es darum, ich habe alle meine Bauern auf schwarzen Feldern. Gerade er hat einen schwarzfeldrigen Läufer. Also so wirklich aus allgemein strategischen Prinzipien auch. Und auch der Zug A3, der nimmt zum Beispiel seinem Springer das Feld B4. Außerdem kann ich eventuell dann mal eben auch mit B2, B4 danach setzen. Also je nachdem, was kommt. Also bis jetzt bin ich wirklich zufrieden. Matthias, auch zufrieden? Ja, die reine Bewertung des Schachprogramms sagt klar Ausgleich nach wie vor. Mhm. Konkret wird der Zug A7, A6 jetzt hier symmetrisch vorgeschlagen. Zeig mal, Matthias. Und was mir gefallen hat, ist dieses Damenmanöver gewesen, was man auch mit Schwarz gespielt hat, dass der Ausfall der Dame erfolgte. Nach A5 und dann im nächsten Zug gleich wieder zurück mit dem Ziel, die Türme zu verbinden. Dass halt der Weg für den Turm freigemacht worden wurde von F8 aus. Ja. Das fand ich ein sehr elegantes und ich glaube auch für diesen Stellungstypus typisches Manöver. Arkadi, das hat dir auch gefallen, dass jetzt plötzlich die beiden Türme so verbunden sind. Gut, er hat ja vorhin gesagt, er müsse auf dem Damenflügel etwas tun. Gut, das war mehr oder weniger ein Standardmanöver. Ja. Nichts Neues, aber als Weißer könnte man jetzt vielleicht versuchen, Dame E2 zu spielen. Mit der Idee Turm FD1, Turm FD1 und dann E4. Mhm. Um den Läufer zu aktivieren auf G2, der jetzt relativ sinnlos dasteht. Und nach E4 natürlich sofort ins Spiel kommt. Ja. Aber A7, A6 ist noch nicht geschehen. Das wäre also eine mögliche Weiterentwicklung für Weiß, die sicher in Betracht kommt. Aber wie gesagt, jede Öffnung des Spiels wäre strategisch gesehen eher zugunsten des Schwarzen wegen des Läuferpaars. Weiß würde besser operieren können, wenn die Stellung geschlossen bleibt, wie man das nennt. Ja. Also lieber Stützpunkte für die Springer sucht. Der eine Springer könnte natürlich nach C5 gehen später. Also nehmen wir mal an, es käme jetzt A7, A6, könnte er Springer C5 ziehen. Ja. Aber ich sehe gerade, dass Schwarz ja Läufer E7 gezogen hat. Vielleicht gerade deswegen, um gegen Springer C5 sich einzurichten. Auch sehr solide, sehr freundlich gedacht. Ist das ein Freundschaftsspiel? Nein. Bis jetzt ja. Bis jetzt ist das ein Freundschaftsspiel. Die haben uns aber versprochen, sie wollten die Gegner sein. Ja, die beißen vielleicht noch zu, das weiß man nicht. Aber so wie ich den Blastewik kenne, will er die Partie gewinnen. Es ist nicht so, dass er hinkommt und sagt, okay, wir spielen mal eine schöne Partie, sondern er möchte gewinnen, so wie ich ihn kenne. Ja, du auch wohl, ne? Er ist gefährlich. Ist gefährlich. Also was in seinem Kopf vorgeht nach Läufer E7, ich weiß es nicht. Aber gut, schlecht ist es nicht. Wir werden mal den Blastewik befragen, was ist dir im Kopf gegangen, nachdem du Läufer E7 gezogen hast? Ja gut, ich versuche immer noch die Option auf Ausfall wieder von meiner Dame irgendwie. Du musstest die Dame wieder verschwinden lassen und hast dafür aber die beiden Türme verbinden können. Ja, richtig. Aber ich versuche ein bisschen Harmonie in meiner Stellung zu bringen. Ich lasse mir die Option immer auf den Zug von Dame D8. Auf B6 sozusagen. Ich möchte mich irgendwie, wenn es geht, an diesen Springer, der da ein bisschen B3, ja gut. Dann müssen wir ins Variantenbrett gehen, dann können wir das nachvollziehen. Ja. Was hast du geblasst, wie nochmal? Du wartest jetzt ab? Ja, das ist jetzt nicht einfach für Weiß, weil er muss sich ausschließlich entscheiden für etwas Gescheites. Und was hast du denn jetzt lang strategisch vor, Blastewik? Erklär uns das jetzt mal. Ja gut, ich werde versuchen, mich jetzt ein bisschen, wenn es geht, gegen diesen, ist das schon Springer A4, jetzt muss ich halt eine gute Reaktion hier Springer bringen. Springer A4 ist jetzt, glaube ich, er muss also eine Reaktion.
Ja, ist nicht Springer einfach. A4. Ja. Ja. Möglich wäre auch E3, E4 jetzt gewesen, nachdem der Läufer von F6 aus dem Punkt D4 nicht mehr bedroht hat. Ja, also hier wäre durchaus jetzt in Frage gekommen, E3, E4. Das würde zwar wiederum die Stellung auflösen zugunsten der Läufer. Andererseits hätten die weißen Springer gerade auf C5 einen ganz beachtlichen Stützpunkt. Aber es ist nicht so passiert. Nein, er hat Springer A4 gezogen. Ja. Und ist das solide? Sehr solide. Akadi, solide? Ganz solide. Sehr überzeugend, ja. So. Der hält die Stellung wirklich sehr ruhig. Und ich denke, vielleicht will er auch seinen Zeitvorteil ausnutzen, wenn er so weiterspielt. Ja. Dann irgendwann hat Herr Hort keine Zeit und wird es vielleicht ausnutzen können. Also dann den Angriff erst zu starten, wenn der Wladimir keine Zeit mehr hat. Also er spielt praktisch, finde ich, in seinem Spielstil, hält die Stellung sehr ruhig und wartet eigentlich ab. Ist es erstaunlich, Lothar, dass Wladimir so viel Zeit verloren hat? Ja, er denkt sehr tief, nicht wahr? Ja? Und auch das braucht Zeit. Aber gerade habe ich mich ein bisschen verliebt eben in diese Idee, statt Springer A4, E3, E4 gespielt zu haben. Das ist das, was Neidic vorhin selber vorgeschlagen hatte. Ja. Allerdings nach Vorbereitung durch Dame E2 und Turm F nach D1. Das würde hier die Mitte aufbrechen und dann plötzlich diese Flamme entfachen, die bisher in dem Spiel leider gefehlt hat. Aber es muss noch nicht gleich sein. Es kann natürlich auch später folgen. Aber Springer A4, dann den Springer nach C5 und dann vielleicht mit E3, E4 zu öffnen. Warten wir mal ab. Helmut, du hast jetzt auf A4 gespielt. Was hast du denn jetzt vor? Ja, das hängt natürlich wirklich von seiner Reaktion ab. Was erwartest du denn von ihm? Du hast den Zug ja nicht gemacht, aber versuch mal einfach A4 zu spielen. Ja gut, der Springer strebt natürlich nach C5 grundsätzlich. Wobei also immer er dann auch mit B7, B6, er hat diese Möglichkeit. Aber trotz alledem... Nehmen wir das Variantenbrett, dann können wir das nachstellen. Ja, also grundsätzlich strebt der Springer von A4 nach C5. Ja. Also das... Da hätte er ein gutes Plätzchen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Plätzchen. Ja. Eine andere Möglichkeit eben auch ist so eine langsame, vielleicht die Dame nach E2 zu spielen und dann die Türme in der C-Linie zu verdoppeln. Also das ist so eine Idee. Ja, er könnte jetzt mit Schwarz, und das hört ja Helmut nicht, wenn ich das hier sage, B7, B6 ziehen, dann ist das Feld blockiert, für die Springer nicht mehr begehbar. Ja. Das hieße, dass der Springer wieder zurückgehen sollte, um dann tatsächlich nach der Mitte hinzuwirken. Springer aber dadurch hat er natürlich auch diese Felder blockiert für die Damen. Das will er vielleicht rauslocken. Nicht direkt, nein, die Dame könnte nach E2. Nein, ich meine für die schwarze Dame. Wenn er jetzt zum Beispiel so spielt. Ja, nun gut, das würde aber nichts schaden. Die Dame könnte dann nach D7 gehen, ohne durch Springer bedroht zu werden. Also offen gestanden, Springer A4 hat mir nicht so übermäßig gefallen. Mal sehen, wie Hort reagiert. Aber B7, B6 zum Beispiel würde die weiße Idee, nach C5 zu laufen, von vornherein etwas ablocken. Was bedeutet Matthias jetzt 11 Minuten oder Arkadi, 11 Minuten Zeitvorteil? Ist das jetzt schon in diesem Spiel eine Aussage? Ja, ich denke, also auf jeden Fall ist es zumindest ein kleiner Vorteil. Mhm. Weil 11 Minuten sind recht viel, wenn man vergleichsweise nur eine Stunde Zeit hat in der ganzen Partie. Und die werden sicherlich irgendwo eine Rolle spielen. Wenn die Partie spannender wird, wenn viele Kombinationen dazukommen. Und es wird auf jeden Fall eine große Rolle sogar spielen. Wie man zum Beispiel auch bei mir letztes Jahr gesehen hat, bei uns war sehr, sehr knapp. Ich habe ja gegen Kasmetjanov gespielt und wir hatten... Beide, ich hatte 2 Minuten am Ende und er hatte nur 1 Minute. Ja, und das hat bis zum Partieende und das hat auf jeden Fall was gebracht. Ja. Matthias, deine Einschätzung jetzt, was würde zum Beispiel jetzt Fritz vorschlagen? Also Wunsch für Schwarz. Na, es gibt im Grunde 3 Zugvorschläge hier und zwischen denen das Programm pendelt, die etwa alle gleich bewertet. Ein Zugvorschlag ist tatsächlich das auch von Lothar Schmidt erwähnte B7, B6 hier. Ja. Einfach direkt das Eindringen des Springers zu verhindern. Ne? Verhindern auf C5, zack, klar. Es bringt natürlich auch Schwächungen am Damenflügel mit sich, ist klar. Andere Möglichkeit wäre, selber einen Springerausfall zu probieren und möglicherweise ein Springerpaar zu tauschen mit dem Zug Springer A C5. Und die dritte Möglichkeit wäre noch, eine Turmverdopplung in der C-Linie anzustreben. Hier etwas passiv, aber taktisch korrekt, Turm C7 zu spielen.
Er hat also Springer A5 gezogen, was sicher auch ein guter Zug war mit Schwarz. Das bietet den Tausch an. Es ist immer noch im Rahmen der ungefähr gleichen Stellung. Aber hier kommen jetzt immerhin schon erste strategische, auch taktische Probleme. Jetzt tauchen strategische Probleme auf. Günter Wallraff ist herzlich nochmal gekommen. Sie sind ja auch ein Hobbyspieler. Was sagen Sie bis jetzt zu dieser Partie? Hat Ihnen Spaß gemacht oder ist das auch langweilig, wie Lothar Schmidt gesagt hat? Also wenn ich ehrlich bin, das ist ja nun ein königliches Spiel und da bin ich hier ein Bettler. Ja? Ja. Und bei manchen ahne ich den Sinn und ja, bei anderen scheint es mir logisch. Ich kann nicht beurteilen, ob, wohin das noch führt. Ich glaube, da knallt es nachher noch. Ne? Das, Sie spielen als Hobby sehr gerne. Was bedeutet für Sie Schach in Ihrem beruflichen und privaten Leben, wenn man das so nennen kann? Nun, ich spiele einmal überhaupt sehr gerne. Ja. Viele Glücksspiele, wenn es nicht um Geld geht. Zocken. Und ja, auch, aber dann wiederum, also Jack Bammon spiele ich überhaupt nicht gerne. Ja. Backgammon heißt es ja. Also Glücksspiel. Weil das ist eine Mischung aus Kombination und dann reinem Glück. Dann lieber Schach, wo ich wirklich kombinieren, konzentrieren und auch bestimmte Gegner einschätzen muss. Und das ist wie bei meiner Arbeit auch. Also ich habe es mit sehr mächtigen Gegnern zu tun. Ja. Und deren Reaktionen, auch Prozessen und so weiter, muss ich mich darauf einstellen. Ja. Ich habe die Prozesse alle gewonnen, so hilft mir Schach, ja, mich dann auch im normalen Leben zu bewältigen. Und ich merke beim Schach, je nachdem wie ich drauf bin, ja, in welcher psychischen Verfassung ich bin. Da wollte ich gerade zu sprechen kommen. Was ist denn Psychologie im Schach? Das spielt ja eine große Rolle und bei Ihren Sachen ja auch. Psychologie ist ja nicht unwichtig. Also Logik der Züge, ja, hängt natürlich damit zusammen, mit wem ich es zu tun habe. Ja. Und ich kann Menschen sehr gut einschätzen. Ja. Ich muss sagen, ich betrachte Gegner beim Schachspielen als Freunde. Ich habe aber auch Freunde, mit denen ich nicht gerne spiele. Warum? Weil sie mit Psychoterror arbeiten, mhm, unbedingt gewinnen wollen, nicht verlieren können. Das mache ich nur ungern, manchmal aber setze ich mich dem aus. Haben Sie denn auch gelernt, durch Schachspielen verlieren zu können? Ich spiele lieber, das gebe ich ehrlich zu, mit Besseren, ja, von denen ich lernen kann. Ja. Nicht nur mit Besseren, weil man will auch schon mal ein Erfolgserlebnis, richtig, haben. Ja. Sodass ich mit Vereinsspielern nur ab und zu spiele. Ja. Aber eine Frage, wenn Sie so gerne Schach spielen, warum haben Sie bis jetzt so wenig darüber publiziert oder geschrieben? Das ist ja ein Phänomen, Schach sicherlich, was also in Ihrem Kopf eine große Rolle spielt. Ich fühle mich da nicht, sagen wir mal, das wäre anmaßend, wenn ich, wo ich doch... Stefan Zweig konnte ja auch kein Schach spielen. Okay, gut. Ja. Die Schachnovelle habe ich, ja, mehrfach gelesen. Ja. Und ich habe übrigens im Aufmacher, meinem Buch in die Bildzeitung, da kommt Schach vor. Ja. Da kommt vor ein Redaktionsleiter, der mich zum Test eine Kombination Blitzschach und Schießen verwickelt, ja, und dazu noch ein wahnsinniges Besäufnis draus macht. Und ja, das war mir dermaßen zuwider. Ne? Das kommt in meinem Buch Der Aufmacher vor. Und das habe ich da behandelt, allerdings im eher abstoßenden Sinne. Aber vielleicht macht es durch diese Partie, die wir uns heute sehen, vielleicht Reiz, für Sie ein Reiz, etwas sich mit Schach mehr als Schriftsteller, als Literat zu beschäftigen. Vielleicht gibt es das einen Impuls. Ich will mal umgekehrt sagen, der Impuls, den ich heute hier empfange, ist eher, besser Schach spielen zu lernen und mich auch ein bisschen mit Schachtheorie zu beschäftigen. Wenn ich sehe, was hier für junge Menschen und auch junge Frauen hier bereits wirklich welche Fertigkeiten entwickelt, ja, haben, da muss ich sagen, da habe ich einen riesen Nachholbedarf. Einen riesen Respekt und die Hoffnung, ja, geben Sie nicht auf. Nein. Herr Wallraff, herzlichen Dank. Danke. So, meine Herren, was ist in der Kabine passiert? Tja, Helmut Pfleger hat 5 Minuten verwendet auf den letzten Zug. Er nähert sich jetzt in der Bedenkzeit, Wladimir, nur noch 5 Minuten, mhm, Unterschied. Die Stellung ist in der Tat nicht ganz bequem, aber immer noch sehr ausgeglichen. Also wenn einer keine Fehler macht oder beide keine Fehler machen, wird hier ein Remis immer näher kommen. Matthias, früher haben wir, wenn die beiden Kommentatoren hier saßen, habe ich mit dem Wladimir immer eine Wette gemacht um ein Bierchen, was wir jetzt ja nicht machen können. Das können wir jemand fragen. Wer ist denn jetzt am Zug? Weiß. Weiß. Wladimir, wir haben früher immer ein Bierchen gewettet oder zwei auf den Sieger oder den möglichen Sieger. Auf wen würdest du denn jetzt setzen beispielsweise? Ja, das ist noch zu früh, ja. Gut, Helmut hat jetzt, mein Gegner hat jetzt ein bisschen Probleme auf C-Linie, aber vielleicht sieht er etwas mehr als ich, ja, weil
Die Sache ist natürlich jetzt ziemlich empfindlich. Ja. Jetzt jede falsche Entscheidung kann den Betroffenen schon belasten, sage ich. Lothar Schmidt hat gesagt, also es geht wohl mehr auf Remis zu. Das ja gut, ich aber wir spielen bis zu den Königen. Kennst du diese Postkarte, wo zwei Bären dann sitzen und jeder hat einen König? Ja? Also ich spiele dann mein Remis, dann bitte, wenn zwei Könige nur übrig bleiben. Das wäre das wirklich die endgültige. Ja, dann gewinne ich an dir. Ja, aber nein, nein, ich will immerhin weiter etwas Druck auch haben, aber gut. Ja, Helmut hat ja für seinen Zug letzte Woche 5 Minuten gebraucht. Das zeigt, dass er jetzt ein bisschen nachdenken muss. Ja, sicher, aber ja, ja, ich bin neugierig jetzt. Ich bin sehr neugierig. Ja. Aljechin hat immer gesagt, ja, was haben Sie gegen zwei Läufe? Ja, das war irgendwie sein Motto. Ja. Er war schon zufrieden, wenn er zwei Läufe hatte, aber manchmal ist das wieder Nachteil. Also, wo siehst du denn Vlastimil so à la longue eine Chance? Ja, ich erwarte jetzt eigentlich, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor seinem Springerzug A4C5. Ja, A4C5. Mit dem weißt du, da können jetzt zwei springen auf das. Ja, das. Und natürlich, ja, jetzt weiß ich nicht, wie das weitergehen soll. Ja, ich musste auch etwas dagegen setzen, weil sonst würde sich Weiß auf dem Damenflügel sehr profilieren. Weißt du, ich sah keinen anderen Zug als jetzt diese Main, ja. Und wahrscheinlich ist das Spiel immer noch sehr ausgeglichen. Ja, ich weiß nicht, was der Fritz dazu sagt oder so. Lass dich mal, wann wirst du denn als tschechischer Bär angreifen? Ja, naja, das muss man schon sehen, ja. Nein. Okay, der Zug ist jetzt gefallen, danke. Es hat doch gar keinen Zug gegeben, nein. Also ist immer noch, Helmut überlegt und liegt. Jetzt kann man ihn nicht fragen, weil er mitten in der, oder sollen wir ihn fragen? Warum soll man ihn nicht fragen? Oder ist irritiert? Er muss ja jetzt nachdenken, jetzt nicht fragen. Lieber nicht fragen. Arkadi, was würdest du jetzt spielen? Also ich denke auch Springer AC5 ist ein guter Zug. Ja. Also man sogar eher, was soll man sonst spielen? Man hat ja Springer A4 gespielt, um also Springer konsequenterweise muss man das spielen. Und ja, das richtig. Sagt der Computer auch. Das ist klar, der erwartete Zug an der Stellung. Interessant ist aber dann, wie soll Schwarz darauf reagieren? Da gibt es ja, zunächst mal ist das ja ein Angriffszug. Der Springer bedroht halt jetzt den Bauern B7 hier. Ja. Und was macht er dann? Naheliegend wäre ja an der Stelle, also das ist vielleicht auch der gegebene Zug, wäre jetzt hier Abtausch eines Springerpaares, Springer schlägt B3. Und dann empfiehlt Fritz halt mit der Dame zurückzuschlagen. Und das ist vielleicht ganz okay für Weiß, dann ist Weiß gut entwickelt. Und deswegen sieht Fritz als Alternative, um einen minimalen schwarzen Vorteil festzuhalten, eben nicht den Abtausch, sondern ganz computermäßig ruhigen Zug, nämlich den Zug Turm A, B8, mit dem Ziel, diesen Bauern einfach zu decken und nicht von sich aus zu tauschen. Denn wenn Weiß jetzt tauscht, entwickelt Weiß damit die schwarze Dame. So denken die Computer. Ja, und denkst du, Lothar, als Großmeister auch so? Wäre das ein stiller Zug, schöner Zug mit Turm? Offen gestanden ist die Welt des sogenannten Großmeisters eine bunte Welt. Ja. Der denkt manchmal so und denkt manchmal so. Manchmal denkt er gar nicht. Und das kommt auch vor. Also zum Beispiel, warum hat damals der Großmeister Semisch, ein bekannter Mann, in den 20er und 30er Jahren immer so lange nachgedacht, sodass er immer in Zeitnot kam. Und das haben die anderen herausgekriegt. Der hat also gedacht, gegen wen spiele ich eigentlich? Ist das ein netter Mann oder ist das nicht so ein netter Mann? Mit wem ist er eigentlich verheiratet? Und solche Züge oder solche Gedanken können sich auch in einem Schachpartie abwickeln. Also er hat in Wahrheit gar nicht unbedingt jede Einzelheit auf dem Brett überlegt, sondern neben dem Brett. Das ist aber, Lothar, sicherlich ganz anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Arkadi sich überlegt, mit wem der und der verheiratet, dem ausgeht oder essen geht. Eher die gucken weniger. Sich die Partien an, die gucken sich alle 30.000 Partien, die gezogen haben. Arkadi, ist das nicht so? Ja, natürlich, man vorbereitet sich an dem, praktisch, man guckt die Partien von den Gegnern an. Ja. Man denkt, was wird der spielen, was spiele ich, aber mit dem er verheiratet ist, der weniger. Überhaupt keine psychologische Kriegsführung erst in der Partie? Während der Partie natürlich, aber vor der Partie ja. Weniger. Und
Matthias, da habt ihr was Großes ja geschaffen durch eure Datenbank, die ihr gemacht habt. So kann ja jeder Spieler einfach reingucken. Ist das dadurch nicht ein bisschen ärmer geworden, das Spiel, die Varianten ärmer geworden? Macht denn die Datenbank das Spiel nicht ein bisschen kaputt? Also das ist natürlich, das wird oft diskutiert. Ich glaube, dass es eher so eine Demokratisierung gegeben hat in dem Sinne, dass nicht mehr die Spieler einen riesigen Wettbewerbsvorteil haben in Turnieren, die sich ein ganzes Team von Sekundanten leisten konnten, die Spieler beschäftigen konnten, sondern dass man heute durch die relativ preisgünstigen Datenbanken eben auch schnelle Entwicklungen von Großmeistern, auch aus Ländern der dritten Welt oder sieht, die eben auch ohne Sekundanten plötzlich in die Weltspitze vorstoßen können, weil ihnen einfach diese technischen Möglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Ich sage mal einfach, das hat die Dominanz des sowjetischen Schachs hat es gebrochen. Arkadi, ist das bei dir auch so gewesen? Du hast also mit Hilfe dieser Datenbänke, die es gibt, halt eben auch das Schach weiterentwickeln oder schneller entwickeln können? Gut, sicherlich schneller. Ja. Aber ob man ohne Sekundanten weiterkommt, das ist natürlich die große Frage. Wenn man, sagen wir, die Top Ten anguckt, jeder von denen hat einen Trainer, jeder von denen hat mehrere Sekundanten und die sowjetische Schule gebrochen, das ist so eine Sache. Also, das sind immer noch von den ersten 10 der Welt, 5 aus Russland und schwierig zu sagen. Also. Ja, aber früher musste man, Lothar, wenn ihr unterwegs wart, dicke Bücher mitschleppen, die Partien der letzten Wochen durchgucken. Das ist jetzt alles, man hat das auf keine silberne Scheibe. Die Welt ist doch eine Scheibe geworden dadurch. Ja, heute ist manches anders natürlich. Also die Vorbereitung auf eine Partie wäre schon mal gut. Man studiert die Partien, die der Gegner irgendwann gespielt hat. Das haben wir, der eine hat es gemacht, Helmut hatte keine Zeit. Mhm. Beides kann vorteilhaft sein und beides kann nachteilig sein. Ja. Sich zu stark zu belasten durch Vorbereitungen könnte dem Hirn schaden. Es kann aber auch umgekehrt sein. Ja. Also jeder Mensch ist verschieden und das merkt man beim Schach. Ja. Also wir haben jetzt hier übrigens gerade diese Stellung, die vorhin ganz kurz schon mal in der Analyse auf dem Brett war. Weiß hat Springer A4 nach C5 gezogen. Ja. Damit wird der Bauer B7 bedroht, indirekt. Man droht auf A5 zu nehmen und dann auf B7. Zeig das mal bitte. Ja, also, wenn Schwarz nicht am Zuge wäre, droht also Springer nimmt A5, Dame schlägt wieder und dann hängt der Bauer B7 allerdings auch. Zeig mal, jetzt sind wir Helmut, die Figur. Also hängt, das heißt... Und bedroht dann die Dame. Er bedroht die Dame, allerdings hätte Weiß dadurch auch keinen Vorteil, denn Schwarz könnte Dame B5 ziehen und dann ist der Bauer B2 bedroht und der Springer noch dazu. Also es gäbe gar keinen Materialgewinn für Weiß mit dieser Scheindrohung. Andererseits, um das Ganze zu entlasten, könnte jetzt Schwarz einfach auf B3 nehmen. Die Dame müsste könnte der Springer auch wieder nehmen, schlagen und jetzt B7, B6 und nichts ist los. Nichts ist los. Ja, also es ist Was Ruhe müsste jetzt kommen vom Computer, was würde Fritz machen? Ja, das ist, wir hatten eben darüber gesprochen, also das ist ein vernünftiger Zug, das ist für taktisch völlig korrekt, wenn man das spielt und genau diese Abwicklung würde auch vorgeschlagen. Als Alternative gibt es aber, wie gesagt, es ist nicht das Einzige, was aus schwarzer Sicht spielbar ist, sondern es gibt eben auch diesen ruhigen Zug, Turm A, B8 mit der Deckungsabsicht hier beim B-Bauern. Arkadi, wäre das ein interessanter Zug, um mehr Tempo reinzubringen? Also eher menschlich natürlich Springer B3. Ja. Turm A, B8, man fragt sich, was ist die Idee von dem Zug? Weil dem Springer auf C5 auf Dauer zu lassen, ist natürlich keine besonders gute Idee. Ja. Nach B6, wenn Schwarz jetzt B6, dann kommt Springer A6 mit Tempo und Turm auf B8 hängt. Moment mal, Und Springer A6 und Turm hängt auf B8. Ja. Natürlich keine besonders große Drohung, aber immerhin... Knabbern, richtig. Ja, genau. Und daher, also Turm A, B8 ist eher ein Fritzzug. Mhm. Computer denken da simpler, Matthias? Oder nur nach, was weiß ich, einem Bauern schielen? Sie rechnen, also das Material ist das Wichtigste für die Computer. Dann aber auch die Mobilität der Figuren und die Entwicklung der Figuren und... Das Programm versucht halt, das zu optimieren, diese Werte. Ich denke, dass es hat es gerne, wenn Weiß auf A5 schlagen würde, weil dann die Dame ihre Mobilität wieder steigerte. Ob diese Mobilität in der Stellung auch strategisch angemessen ist, das müssen die Menschen entscheiden. Aber ich denke, Springer A5 ist ja nicht notwendig in der Stellung als Weißer nach Turm AB8. Man könnte praktisch beliebigen Zug, einen Verbesserungszug finden. Lothar, dir würde der auch nicht runterfallen. Turm AB8 ist ein so guter Zug wie die anderen Züge auch. Ja. Ich würde sagen, das ist
weder nachteiliger noch vorteiliger, es zu machen. So und so gibt es vorläufig keine Möglichkeiten, Vorteile herauszuholen. Wenn überhaupt, dann müssten noch Risiken vorangehen, die hier im Augenblick gar nicht zu finden sind. Vladimir, hier werden gerade über Risiken gesprochen. Siehst du denn auch Möglichkeiten in deiner Stellung, du hast jetzt ein bisschen Zeit weniger, jetzt wirklich also einen großen Vorstoß zu machen? Man muss vor allem, wie sagt man das, die Vorsicht ist Mutter der Weisheit. Aber ich möchte schon den Helmut in eine Falle irgendwie locken. Aber wo wäre denn die Falle jetzt, die du sehen ja, könntest? Ja gut, man hat auch jetzt hier viele Möglichkeiten natürlich. Variantenbrett. Ja. Welche Möglichkeit hast du denn? Ja, ich kann den Bauer ziehen. Also B6? Ja. Ich habe Springer A5, C4, was mir nicht gefällt. A5, C4? Das gefällt mir nicht, das habe ich schon ausgeschlossen. Das ist nicht gut für dich, das findest du nicht gut? Nein, nein. Hast du den verworfen? Nein, das habe ich verworfen. Ja, und jetzt suchst dann du? Dann habe ich eine so auch so antikische Sache, ich muss das nur gut durchrechnen mit Turm AB8. Kann ich hier versuchen. Aber was das bringt, ja. Was glaubst du denn, was denn dieser Zeitunterschied? Du hast 23 Minuten. Ja, der Helmut, es ist nicht so schlimm. Und ja, wir werden sehen, wie das weiterläuft. Ja. Aber eine Blitzpartie wollen wir ja nicht machen. Naja, vielleicht. Ja, wer weiß schon. Ja. Alles ist möglich hier. Alles ja. möglich im Schach. Ja, wirklich, es ist tatsächlich alles möglich. Alle Optionen sind da. Siehst du das denn auch ausgeglichen jetzt? Naja, sicher. Oder für Schwarz ein bisschen Vorteil? Nein, 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 ich würde das nicht so sehen. Wirklich, das ist alles sehr... ich mache am besten jetzt... Ich lasse Helmut noch kommen. Gut, dann lass ich mal kommen, ja? Ja, wahrscheinlich, ja. Was soll es, ja. Arthur Jusenpoff, du hast ja viele Kommentare mit dem Helmut gemacht in der Welt. Wie würdest du denn jetzt spielen? Ja, ich glaube, interessante... Moment, B6 ist interessante Option. Aber auf Variantenbrett, wenn wir erklären, immer auf Variantenbrett hier für uns, ja, B6 wäre interessant. B6 ist eine interessante Option, um etwas konkreter Spiel zu gestalten. Und ich bin sicher, dass Vladimir hat das berechnet. Was kann er auf A5 dann nehmen mit dem Springer? Was kann er dann machen? Springer B3 schlägt A5. Ja. Und dann nehmen wir auf C5, B6 ja. nimmt C5. Ja. Und vielleicht jetzt kommt noch Springer B7, so eine forcierte Variante, das ist ein bisschen Spannung. Ja. In die Partie dann kommt Dame B6. Dame B6, ja. Springer schlägt C5. Und jetzt hat Schwarz einige Optionen, er kann zum Beispiel auf C5 schlagen, aber auch auf B2 nehmen. Ja. So zwei Möglichkeiten. Und okay, diese Variante natürlich wäre schon interessant, auch mit Hilfe von Schachprogramm zu untersuchen. Ja. Vielleicht sagt dann uns Dr. Fritz etwas mehr über die Stellung. Ich finde, dass Vladimir etwas besser steht. Aha. Matthias, du hast es ja mitgekriegt, was uns Jusenpoff erzählt hat. Wie siehst du es denn mit dem Computer? Die Variante ist taktisch völlig korrekt natürlich. Das ist auch eine sehr wahrscheinliche Fortsetzung. Sie ist forciert. Das heißt, man kann sich gleich mal Zug für Zug diese erzwungenen Züge bis zum 20. Zug angucken. Und dann gab es eben diese beiden Möglichkeiten, die Arthur Jusupov nannte. Genau das sind auch die, die von dem Programm hier Analyse vorgeschlagen werden. Das ist einmal das Schlagen auf B2 und zweitens das aber vom Programm vorgezogene Schlagen auf C5. Ja. Und danach gleicht sich das Spiel durch Abtausch wieder aus. Ein bisschen aus, aber... Aber Arthur glaubt ja auch, dass Schwarz ein bisschen besser steht. Ist das ein Gefühl, Arthur, oder wie sieht man das? Oder kannst du das wirklich berechnen? Ich sehe, dass Schwarz eigentlich kann versuchen, aber ich sehe nicht aktive Möglichkeiten von Helmut, was kommt von Weiß. Ja? Ja. Okay, dieser Zug Turm AB8 ist interessant zum Beispiel, einfach noch abwarten. Aber in Zukunft, Schwarz will vielleicht noch B6 durchsetzen. Ja.
Gut, ich glaube ein bisschen an Kraft dieses schwarzfeldigen Läufer E7, der vielleicht, wenn er eine Chance bekommt in die Partie, dann hat er viele Objekte zum Angriff, weil Helmut hat alle Bauern auf schwarze Felder aufgestellt. Ja. So, wenn das Spiel wird geöffnet, wird dieser Läufer stark. Ja. Helmut muss schon und dafür, aufpassen. Dass der Helmut kaum noch gespielt hat in den letzten Jahren, ist das wirklich eine ganz tadellose Partie. Lothar, findest du nicht auch? Ja, das war von vornherein abzusehen, dass Helmut seine eigentliche Spielstärke nicht verlieren wird. Ja. Denn er ist ein Mann des Kopfes, allerdings auch ein körperlich guter, wohltrainierter Mann, der also immer eine Stärke in der Olympiamannschaft bedeutete. Er hat immer sehr, sehr gut abgeschnitten. Und selbst wenn er jetzt wie 7 Jahre nicht gespielt hat, heißt das nicht, dass er seine echte alte Spielstärke eingebüßt hätte. Das bleibt, glaube ich, bis zum Lebensende, wenn er sonst fit ist. Und das ist er. Also man verliert an Spielstärke, wenn man älter wird, doch nicht, auch wenn man nicht so viel trainiert und nicht mehr spielt. Man bleibt einigermaßen auf einem Level. Natürlich gibt es verschiedene Erscheinungen, aber Helmut war immer ein sportlicher Typ, der durchgehalten hat. Und ich bin überzeugt, dass er auch hier keine Fehler macht. Nein. Fehler sind ja bis jetzt nicht gemacht worden, Arkadi. Bis jetzt ist das eine ruhige, sinnvolle, langweilige oder nicht mehr langweilige Partie. Na gut, ich denke, jetzt wird es ein bisschen spannender. Jetzt drohen vielleicht die Schwarzen mit B6, wo der Turm auf B8 steht. Gut, Springer 6 muss man natürlich mit einberechnen, was nach B6 kommen könnte. Ja, warte mal langsam, Moment, jetzt. Also es droht in Anführungsstrichen B7, B6, aber Weiß spielt dann leicht. Richtig. Springer nach A6, der Turm muss sich bewegen, vielleicht nach B7. C1 wäre jetzt möglich. Man kann auch hier einen Zwischentausch machen auf C1 und dann Turm C8. Da steht der Springer vorübergehend nicht gerade ideal. Er kommt aber über B4 gut heraus. Aber Schwarz könnte dann auch später Springer C4 machen. Also vielleicht ist die Drohung B7, B6 doch nicht bequem. Für Weiß am besten dürfte wohl doch sein, wenn er jetzt den Springer auf A5 tauscht. Was schlägt denn Fritz vor, Matthias? Ja, die Variante schlägt das Bauern die ganze Zeit vor. Und das ist eigentlich also B6? Nee, also ich glaube, dass das Programm denkt, so, dass es spiele Turm B8, weil er dann auf A5, weil das der beste Zug ist, auf A5 zu schlagen. Und dann steigert sich wieder die Mobilität meiner schwarzen Dame, weil die dann halt zurücknimmt. Und ich vermute, dass das auch so, gebe ich einfach jetzt mal als Tipp ab, dass es so kommen wird. Ja. Wenn wir ihn jetzt mal einfach fragen, muss er groß nachdenken noch. Also, wie weit rechnet man denn jetzt, Lothar? Also, kann man nicht denkt zunächst einmal generell strategisch, wie stehe ich denn? Stehe ich besser, schlechter oder wie immer? Und die Stellung ist nach wie vor als gleich einzuschätzen. Solange die Springer also bei geschlossener Stellung auch Felder finden, im Moment hat er das auf C5 gefunden, das wird ihm streitig gemacht werden durch B7, B6. Zeig uns das. Also nehmen wir mal an, der Weiße könnte jetzt den Springer nehmen, die Dame nimmt wieder und später wird der Springer von C5 vertrieben durch B7, B6. Er kann aber über D3 zurück und später nach E5 gehen. Also jetzt mal rein theoretisch wäre eine solche Position möglich. Und früher oder später könnte der Springer nach E5 gehen. Also kurz und gut, es geht immer darum, ob die Springer gute Felder finden und oder ob Schwarz die Stellung öffnen könnte. Die Bauernstellung also auflösen, sodass die Läufer mehr Wirkung haben. Ja. Das ist von beiden Seiten jeweils schwer zu erreichen. Das heißt, es bewegt sich immer in der Remisbreite. Es ist nicht viel los. Trotzdem aufpassen muss man. Ja, Arkadi, wirst du denn jetzt, wenn du diese Stellung haben würdest, wie könntest du weiter hoffen, weiter spielen, welchen Druck machen? Siehst du irgendetwas? Ja. Gut, die Stellung ist sicherlich nicht einfach zu spielen als Weißer, weil der Druckaufbau doch ziemlich schwierig ist. Vielleicht, wenn eine Idee, Springer D2 irgendwo zu spielen, statt Springer auf dem Brett gespielt worden ist. Variantenbrett. Ja. Pass auf, der Vorschlag von dir, Arkadi, war? Springer D2, eventuell mit Idee B4. Mit? Und dann B4, Lothar. Dann B4. Zeig mal, B4.
Gut, jetzt zunächst mal kommt Schwarz, ja. Der würde wahrscheinlich jetzt B7, B6 ziehen. Ja. Und dann hat der Springer nicht viel Auswahl, er kann also nicht nach D3 zurück. Richtig. Er könnte theoretisch nach B3, dann aber käme der Springer ziemlich dahin. Stark inzwischen nach C4. Jetzt würde Schwarz tatsächlich ein gewisses Übergewicht haben. Ja. Sondern, das kann er aber nicht zulassen, das versucht er das zu vereiteln. Dann noch wieder Springer A6 und dann würde das sich hier weitgehend auflösen. Auch hier kein Vorteil für eine der beiden Seiten. Ist das so einem Spiel, ahnt man das oder ausrechnen kann man es Arkadi sowieso nicht? Oder sind das so Sachen, die intuitiv sind für einen großen Spieler? Also ich denke, zum Teil kann man ganz bestimmt gewisse Sachen ausrechnen. Zum Teil spielt man intuitiv, aber ich denke, in solchen Stellungen mit Variantenberechnung ist natürlich schwierig, weil es passiert einfach nicht viel. Mhm. Also man spielt ja nach Gefühl, nach Schachverständnis. Mhm. Und versucht, seine Ideen durchzusetzen. Das heißt, Schwarz versuchen eher, Spiel zu öffnen und Weiß versuchen eher, den Ball flach zu halten. Den Ball flach halten beim Schach, das ist immer gut. Also man könnte in einer solchen Stellung, wenn man noch nicht mit dem anderen befreundet ist, dem Gegner das Du anbieten oder Remis anbieten. Ja. Und das Remis nimmt er vielleicht an, das Du nicht oder umgekehrt. Also es gibt merkwürdige Konstellationen. Und hier ist noch gewisse Spannung übrig, hat er einen Zug gemacht. Aha, er hat genommen auf A5, die Dame schlug wieder. So, jetzt ist eine gewisse Vereinfachung herbeigeführt. Ja. Und die Frage erhebt sich nun, also zum Beispiel originell wäre, Springer nimmt B7 zu ziehen jetzt. Ja, ich nehme das. Das geht, weil der Turm nicht wieder nehmen kann. Da ja der Turm C8 nicht gedeckt ist. Ja, das zeigt Zeichnung das für die Zuschauer. Also, jetzt müsste Schwarz deswegen, das ist Zwang, auf C1 nehmen. Ja. Wenn die Dame wieder nehme. Ja, mach mal. So. Ja. Wenn der Turm jetzt hier nähme, Schach, und man hat zum Schluss die Qualität gewonnen und gewinnt die Partie. Ja, das ist doch toll. Also, Springer nimmt B7, verlangt Aufmerksamkeit. Mhm. Nur. Es gehen auch andere Züge für Schwarz. Man braucht ja nicht so dumm zu sein und so zu spielen, wie gerade gezeigt. Sondern man kann eben hier mit Dame B5 das ist die Blockade machen. Die den Springer durch die Dame einerseits angreifen und dann aber zugleich auch den Dame Bauer B2. Dadurch hat eben Weiß keinen Vorteil. Ja. Im Gegenteil, der Läufer gewinne dann auf der etwas erweiterten Diagonale mehr Kraft. Also der Zug wäre zwar möglich, taktisch interessant, aber nach Dame B5 ist alles wieder vielleicht sogar nachteilig. Ja. Eben wegen der Zersplitterung der weißen Bauern. Und der macht übrigens im Moment noch gar nichts. Nicht? Der schläft. Ja. Während die beiden Türme man sollte also immer versuchen, die beiden Türme zusammenzubringen. Ne? Ja, das ist im Grundsatz das Richtige. Ja. Also vorhin hat Neidensche hat gesagt, richtig, dass die Dame eigentlich nach E2 gehört und die Türme hier verbunden bleiben. Ja. Aber gut, es geht auch so, es ist noch nicht viel passiert. Aber nur hat der Helmut vielleicht keine Zeit, das zu machen? Tja, jetzt wird es interessant. Jetzt sind beide zeitmäßig fast gleich. Ja, absolut gleich. Arkadi, wie siehst du das jetzt? Immer Schwarz noch ein bisschen Vorteil, weil die Dame etwas schon im Spiel hat und die beiden Türme verbunden? Also ich denke, Schwarz haben einen ganz, ganz leichten Vorteil jetzt. Ja. Natürlich kein großer Vorteil, nur ein wirklich sehr, sehr leichter. Vielleicht Dame E1 wäre jetzt eine Möglichkeit für Weiß. Arkadi, würde man jetzt in einem Turnier Remis anbieten? Oder noch nicht? Als Weißer könnte man es versuchen, da man praktisch seinen Vorteil aufgibt, den man als Weißer hat. Aber persönlich, ich würde es nicht unbedingt annehmen als Schwarzer. Ja. Da weil man ein hauchdünner Vorteil ist. Da man einen kleinen Vorteil hat und den relativ sicher behält. Matthias, wie sieht das bei dir aus? Ja, also der von Lothar Schmidt vorgeschlagene Zug ist, wird vom Programm empfohlen, ist aber auch, glaube ich, ist auch gerade gespielt worden. Das zeigt also, tatsächlich. Ja. Aha. Springer in B7. Guck an, ist er mutig, wird er jetzt. Ja. Führt, wie genau in der Variante beschrieben, eben zu einem, vermutlich zu dem Abtausch von dem B-Bauernpaar. Dame B5. Wird wahrscheinlich jetzt als Antwort folgen. Ja, man könnte auf C1 zwischentauschen. Aber das wäre möglich. Ja. Theoretisch geht das, ja. Also würde man das machen, das Programm schlägt vor. Ich mache einfach mal die Fritz-Variante, die andere hatten wir angeguckt. Nach dem erzwungenen Widerschlagen eben dann das genannte Dame B5.
Ja, und dann hat Weiß nur einen Zug eigentlich. Er muss den Springer auf das einzige verbleibende Feld, das gedeckt ist, zurückziehen. Und dann holt sich Schwarz den verlorenen Bauern auf B2 wieder und steht nach wie vor ein bisschen aktiver wegen dem Läuferpaar und der aktiven Stellung der Dame. Helmut, du bist ja jetzt ziemlich mutig da unten reingekommen mit deinem Springer. Ja, ich, soweit ich das sehe, sollte das zum Ausgleich führen letztendlich da. Siehst du denn Schwarz ein bisschen besser im Spiel oder denkst du, deine Figuren sind noch so gut im Spiel, dass man da viel mitmachen kann? Ja. Ich halte es für ausgeglichen, die Stellung. Würdest du jetzt in einem Turnier als Weißer Remis anbieten oder... Nein, weil die Stellung kann man durchaus spielen da. Also jetzt meine ich gar nicht, dass er damit besser ist für mich, ja. Ja. Aber ich glaube, dass die Stellung letztendlich ausgeglichen ist, ja. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass zum Beispiel diese Remisen, diese Leidigen, die überall gemacht werden, irgendwie bei sich aus den Spielen herausgenommen werden sollte. Und hier in diesem Fall könnten viele Großmeister einfach ein Remis anbieten. Ja, aber dazu ist die Stellung einfach noch nicht weit genug. Wenn es wirklich Tod-Remis wäre, natürlich, dann sollten wir auch Remis machen. Aber das ist die Stellung hier überhaupt nicht. Und, nein, Helmut, wir haben ja ausgemacht, dass wir einen Gewinner haben. Entweder gewinnst du oder der Wladimir. Einer muss gewinnen. Aha, naja gut, dann im Zweifelsfall habe ich so einen Favoriten für den. Ja, dann gewinn mal schön, ja? Also, Wladimir knabbert aber auch, ne? Mhm. Aha. Die Frage ist Dame B5 gleich oder Turm nimmt C1. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und Dame B5 gleich erscheint mir auf Anhieb besser. Mhm. Akadi auch? Nicht unbedingt. Ich finde vielleicht doch auf C1 zuerst tauschen. Erst tauschen. Wäre gut für Schwarz. Zeig mal. Ja, das ist das Schöne am Schach. Ja. Tauschen. Und jetzt Dame nimmt. Weiß muss natürlich auf C1 zurücknehmen. Und jetzt vielleicht Dame B5. Ja. Springer C5 ist dann die einzige Möglichkeit. Ja, das ist ja das, was der Lothar hat. Ja, genau. Ich denke, der Damentausch ist günstig für Schwarz. Der A3-Bauer wird jetzt deutlich schwach. Also man kann das ganz klar absehen. Das kann man sagen, dass jetzt hier Schwarz tatsächlich weiterhin etwas besser steht. Also ich denke sogar, man hat schon relativ guten Vorteil. Also. Ja. Denn der Läufer auf G2 ist tot. Ja, macht nichts. Und der Turm auf F1 ist auch noch nicht entwickelt. Der Springer C5 steht gut, sehr gut sogar, aber das allein genügt nicht. Und der Turm ist noch nicht richtig im Geschäft gewesen auf F1. Ne? Also es stimmt, dass hier Schwarz besser steht. Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder Turm nimmt C1 gleich oder Dame B5 sofort. Und das ist vielleicht eine Geschmacksfrage. Obwohl der Wladimir gerade denkt, lass ihn ruhig denken, ich frage ihn doch trotzdem mal. Naja. Wladimir, du bist in der Denkerphase. Was hast du denn jetzt vor? Ja gut, leider, es ist vielleicht zu wenig, was ich habe. Ich wollte zuerst spielen, Turm schlägt C1 und das, weißt du, dieser Turmabtausch, wenn er mit Damen weiternimmt, das würde mir gut konvenieren, aber er nimmt dann meine Dame. Und dann ist so eine Variante, wo alle Bauern von Damenflügen irgendwie verschwinden. Deswegen eigentlich werde ich, ich möchte lieber dann meinen Zug machen. Ja, was soll es alles? Dann welchen machen Zug wir dann mit Dame. Das ist Garde. Garde muss man ehren. Ich spiele. Wird das Spiel dadurch einfach flacher oder hast du jetzt Angst? Nein, überhaupt nicht. Ich spiele weiterhin, ja, wie es nur geht. Dame B6. Dann gewinnen wir schön. Wir haben gerade mit dem Helmut ausgemacht, einer von uns beiden muss gewinnen. Naja, das ist sehr leicht zu sagen. Ja, dann lasst ihn wieder gewinnen mal schön. Ja. Aber er ist da auch ein bisschen ängstlich. Er macht den Damentausch, steht er vor. Akadi, das ist, willst du nicht spielen. Der Damentausch ist sicherlich zu schwach. Gut, es kommt darauf an, ob man am Ende dem Springer halt nach Springer zu 6, ganz am Ende der Variante, doch irgendwie einfangen kann. Das muss man natürlich berechnen. Ja. Falls es nicht geht, dann wäre natürlich Dame B6 sofort der bessere Zug. Aber gut, man hat nicht so viel Zeit mehr zum Rechnen. Vielleicht deswegen hat er beschlossen, Dame B6 zu spielen. Einfach auf Nummer sicher zu gehen. Man hat einen kleinen Vorteil, den hat man sicher. Und ich möchte nicht riskieren, sofort ein Remis zu machen. Mhm.
Arthur Jusupov, glaubst du denn, dass die beiden insgeheim lieber ein Remis bevorzugen? Also keiner möchte natürlich hier in dieser Partie, die letzten Veranstaltungen natürlich verlieren. Aber der Ehrgeiz von Vlastelin ist ja ziemlich hoch. Ich habe in Mainz mit Vlastelin gesprochen und er hat gesagt, dass er wird versuchen, die Partie sehr interessant zu gestalten und auf Gewinn zu spielen. Nun hat er sich ausgerechnet, wenn er weiß hätte, dann hätte er eine bessere Ausgangsposition gehabt. Aber das Schicksal ist so. Ja, was hat mir jetzt eigentlich nicht gefallen von Seite von Helmut, dieser Zug Springer B7. Ich glaube, das war ein Fehler. Das öffnet jetzt noch die Linien und Spiel. Und da kommen dann diese Läufer stärker in Erscheinung mindestens. Und das ist ein bisschen gefährlich. Also B7 ist nicht der richtige Zug gewesen. Akadi, meinst du auch? Ja, ich denke auch, also Springer B7 hat mir auch nicht gut gefallen. So gesagt, ich würde bevorzugen Dame E1 statt Springer B7. Ja, ja. Matthias, wie schätzt denn das Schachprogramm das jetzt ein? Es gibt zwei Fortsetzungen, die auch prinzipiell ganz unterschiedlich sind, nämlich in der Bauernstruktur, die am Ende rauskommt und dann den Charakter bestimmt. Also wir hatten eben ja Varianten angeguckt, wo dann gleich der B-Bauer geschlagen wird. Nach Dame B6 muss der Springer zurückgehen. Das ist übrigens auch gerade passiert. So, jetzt könnte man auf B2 schlagen, ist die erste Möglichkeit. Aber man kann auch versuchen, die C-Linie zu erobern und das Läuferpaar aufzugeben mit Läufer schlägt C5. Ja. Und dann gewinnt man jetzt hier einfach den C-Bauern zurück. Man hat ja einen Bauern verloren. Und dann behält Weiß jetzt hier die Mehrheit der Bauern am Damenflügel und könnte vielleicht damit einen Freibauern bilden. Das kann ich nicht bewerten. Naja, aber was der Vlastimir vorhin gesagt hat, er möchte seine Läufer aktiv machen und weiter aktivieren. Dann sollte er auf B2 schlagen. Ich sage nur, es gibt diese prinzipiell ganz andere Möglichkeit, die zu einem anderen Stellungsbild führt, weil das Läuferpaar ist weg. Aber Schwarz hat dann Druck in der C-Linie, weil er jetzt hier die C-Linie beherrscht. Ganz günstig. Gut, die andere Möglichkeit ist jetzt. Und der Läufer auf G2 ist völlig inaktiv. Ne? Ist profan, aber natürlich einfach auf B2 zu schlagen, selbstverständlich geht das genauso gut hier. Ne? Das ist taktisch beides korrekt. Und dann wäre eine mögliche Fortsetzung, entwickeln eine Dame nach A4, um hier den dann angegriffenen A-Bauern zu decken. Das ist auch so. Jetzt ist sowas passiert, jetzt gucken wir uns aufs aktuelle Brett. Also sehen wir, dort ist die Dame unten auf B2. Vlastimir, das hast du dir ganz gut ausgedacht, was? Ich weiß nicht, ich bin nicht sicher. Was fehlt dir denn noch? Ich weiß nicht. Ja, er hat jetzt, ich fürchte, er spielt Dame D1 A4 und dann weiß ich wirklich nicht, wie die Lage ist überhaupt. Ja. Ist das jetzt Zweckpessimismus? Nein, nein. Nein. Vielleicht muss ich dann Dame B5 und dann hielt einfach, ja. Was erwartest du denn jetzt von Helmut? Dame D1 A4, ja. Das hier. Variante, guck mal, die Variante da. So kam es auch. So kam es also auch. Was erwartest du jetzt? Was erwartest du jetzt, Akadi? Nach diesem Zug? Nicht ganz einfach zu spielen für Schwarz. Also Dame A4 wäre ein guter Zug. Ja. Vielleicht auf C5 nehmen ist eine Möglichkeit. Wahrscheinlich Weiß wird mit dem Bauern den Läufer zurückschlagen. Also Läufer C5. Bauer schlägt C5. Lothar, lass mal gucken. So. Bauer schlägt zurück, ja. Jetzt auf der einen Seite ist der Bauer natürlich schwach auf C5. Wird von keinem anderen Bauern unterstützt, aber es könnte auch starker Bauer werden, wenn es weiter vorwärts geht. Er braucht also nur drei Felder. Nur noch. Vielleicht, und jetzt wäre eine Möglichkeit, Turm C7. Eventuell. Also Verdopplung oder sowas? Mit der Drohung Verdopplung und dann. Also man hat den Bauern A7 gedeckt. Man möchte die Türme auf der Ziellinie verdoppeln, um halt den schwachen Bauern anzugreifen. Ja. Wie sieht das denn, Fritz? Das ist die Variante, die Fritz auch für die beste hält, auf C5 zu schlagen. Wenn man Alternativen sucht, also die Variante ist die beste, aber sucht man Alternativen, gibt es noch die Möglichkeit, A7, A5 zu spielen. Mhm.
So, mit der Idee, jetzt ist der, das ist so ein Versuch, den Bauern zu decken. Der ist zwar auf dem Feld nicht gedeckt. Aber dann kommen die Türme. Genau, denn nach Dame schlägt A5 kann hier der A-Bauer geschlagen werden. Dame geht irgendwo hin, ja. Zum Beispiel hier hin. Dann würde hier der A-Bauer fallen. Ja. Und das aber das ist, nicht, das ist nur eine Variante zweiter Güte. Also es ist auch so der aber brächte es einen großen Vorteil, dann wäre auf dieser Damenflügel wäre ja alles im Grunde passiert. Ich glaub auch nicht, dass das so gut ist. Das ist nur eine Alternative. Also ich finde den Zug von Arkady Neidisch auch, das ist auch der Fritz-Zug. Läuft, schlägt C5 an der Stelle. Ja, wer steht besser? Also, Weiß hat einen stark schwachen Bauern, der auf C5 zwar irgendwann droht, nach vorn zu gehen, auf der anderen Seite nicht gedeckt werden kann durch eigene Freunde, durch einen eigenen Bauer. Und, Was ist denn mit dem hängenden Läufer bei Helmut? Ja, der ist ja völlig inaktiv. Der Läufer ist im Moment immer noch ziemlich passiv. Wie kann der ins Spiel denn kommen noch? Der könnte höchstens später über F1 herüber. Dann braucht er aber viel Zeit. Dann muss zunächst der Turm von F1 herüberwandern, nach D1 zum Beispiel, um dann später noch Läufer F1 folgen zu lassen und zum Schluss den Bauer zu unterstützen. Aber Schwarz wird nicht untätig sein. Er droht natürlich andererseits dem Bauer C5, der im Moment so ein bisschen weich da in den Knien steht, durch Verdopplung der Türme zu attackieren. Ich werde den Helmut mal fragen. Helmut, wie kriegst du denn eines Tages deinen Läufer von G2 irgendwo wieder richtig in die Partie? Da überlege ich die ganze Zeit schon dran. Wir hatten ja eine Idee. Hast du auch vielleicht Ideen? Zeig mal, wie du dahin aktiv werden könntest. Mein Gott, ich weiß es. Es hängt wirklich also ganz konkret vom Verlauf ab. Aber eventuell, wenn es zum Abtausch auf C5 kommt, dann mit E3, E4. Das würde vielleicht ein Bauernopfer beinhalten, aber ich hätte dann einen starken Freibauern. Ja. Also sowas ist zum Beispiel eine Idee. Und war man sich allgemein einig, also die Dame nach A4 war ein ganz starker Zug. Wie bist du darauf gekommen? Tja, mein Gott, das ist ja dann kein... Du hast ja kein Programm dabei. Ja. Manchmal findet man als Blinder einen Korn auch. Oder? Nein. Aber der Zug Dame A4, der bietet sich wirklich an. Ich muss ja irgendwie zum einen versuchen, meine Dame zu aktivieren. Ja. Und ja. Aber was erwartest du denn jetzt? Müsste Schwarz denn jetzt als starken Zug dagegen spielen? Irgendwas muss der kommen. Ich vermute, am ehesten wird er auf C5 jetzt tauschen, den Springer weg, weil der Springer ist schon stark auch da, ja. Aber du hast völlig recht, also mein Problem ist wirklich, dass sein Läufer auf F5, der nimmt mir das Feld B1 zum Beispiel weg, auch das Feld C2. Während also Moment mal, langsam. Sein Läufer auf F5, der nimmt mir auf seiner Diagonale bis nach B1 die wichtigen Felder, B1 vor allem, aber auch C2. Ja. Während mein Läufer auf G2, das ist eher so ein Ritter der traurigen Gestalt. Andererseits ist er natürlich auch, jetzt... macht er was anderes, als ich dachte. Jetzt macht er was anderes. Aha, komm, er hat nämlich den Turm auf C7. Also der Zug war jetzt? Turm C7 und nicht, den Läufer haben wir dann noch. Der Läufer ist noch da, so. Also das, was der Arkady vorhin vermutet hat, also auch den Bauern hinten auf A zu decken und dann die Türme zu verdoppeln. Ja. Ist das schon deine Falle, die du angekündigt hast? Naja, jetzt ist das recht kompliziert, ja. Ich weiß jetzt nicht, wer hier besser steht. Aber du kannst das Spiel überhaupt nicht. Ach, das würde ich nicht so sagen. Der Mann hat nur noch 10 Minuten. Es ist jetzt wirklich sehr spannend. Helmut hat viele gute Möglichkeiten, er hat auch bessere Zeit, aber ich bin immer noch optimistisch. Aber Helmut hat die viel bessere Zeit, ne? Ja, aber gut, ja, die Stellung entscheidet schließlich, ja, aber... Deswegen werden wir auch, wenn das jetzt über 10 Minuten oder unter 10 Minuten geht, trotzdem uns weiter unterhalten. Ja, okay. Okay, also dann sieh mal zu. Jawohl. Wir können nur helfen, wir können nur sagen, bitte sieh mal zu. Wir wollen ja einen Gewinner haben, Matthias, was? Jetzt gibt es einen interessanten Trick, einen Entlastungstrick taktisch für Weiß hier. Zeig uns den mal. Er könnte Springer D3, das ist sogar klar der beste Zug, führt nicht zu Vorteil, führt aber zur Entlastung, weil weiterer abtauscht. Denn wir gehen ja die ganze Zeit eigentlich davon aus, dass das Weiß sich verteidigen soll. Ja. Würde also jetzt Springer D3 passieren, was erstmal komisch aussieht, weil der Springer ist ja auf dem Feld gar nicht gedeckt hier. Der Läufer könnte ihn einfach so schlagen. Ja. Aber weil gleichzeitig hier diese... Der Turm Beziehung auf den Turm besteht, der auch nicht gedeckt ist, ja. Muss Weiß Schwarz anders darauf reagieren.
Beispielsweise? Beste wäre zum Beispiel, den Turm hier zu decken mit Dame B6. Ja. Und dann wird hier ein Turmpaar getauscht, entlastend. Und Weiß kann einfach ganz bequem mit Tempo dann den anderen Turm ins Spiel bringen. Und dann sagt das Schachprogramm, ja, das ist dann fast völlig ausgeglichen, während es vorher immer die ganze Zeit von einem schwarzen Vorteil ausging. Also taktische Entlastungstricks, Springer D3 in der aktuellen Stelle. Sollen wir dem Helmut das verraten? Ne? Ja, Moment, das ist also mit größter Gefährlichkeit verbunden. Man könnte hier, das muss man untersuchen, diesen Springer nehmen, also die Dame preisgeben, theoretisch. Ja. Dann Turm schlägt. Ja. Schach. Ja. Aber es geht noch für Weiß. Es geht noch. Er geht dazwischen. Er kann noch verschwinden. Ja, und es passiert ihm nichts, obwohl hier nach dem ein Matt droht. Aber Weiß kommt davon. Aber es ist kompliziert, bitteschön. Wie kommen wir denn jetzt davon? Das zeig mal. Ja, also es droht hier einfach Matt. Matt. Ich war Matt in zwei Zügen. Die Dame könnte zwischen, der Turm könnte zwischen. Aber auch das hier, das genügt vielleicht, das. Dame C2, denn jetzt ist der Turm angegriffen. Mhm. Und wenn der hier so Schach gibt und zugleich die Dame gewinnt, dann würde die Dame sich für den Turm hergeben, der Läufer nimmt und der Turm nimmt dann auf E7. Also diese ganze Kombination hätte ein und Loch. Dann ist aber der weiße A-Bauer besser später. Ja, nicht nur das, sondern der Weiße würde Materialvorteil haben. Also solche Kombinationen liegen zwar in der Luft, aber gehen leider nicht. Du möchtest lieber, dass dein Bamberger Freund gewinnt, glaube ich, was? Ich gönne es ihm, wie ich auch dem sehr liebenswürdigen Hot Remy gönne. Also ungefähr gleich. Die können beide gewinnen oder beide auch sich das sonst... Das ist wie beim Fußballspiel, wenn du in Deutschland gegen Holland spielst, dann sagst du, ist mir völlig egal, wer dort gewinnt, Hauptsache Deutschland. Nein, aber daraus sieht man jetzt plötzlich, dass doch nach einiger Zeit spannende Positionen herausgekommen sind. Diese Kombination also wäre wahrscheinlich nicht richtig, Läufer nimmt D3, sondern die Dame müsste wegziehen. Wohin? Vielleicht da. Und dann wird es kompliziert. Also es ist zwar alles gedeckt von Schwarz, aber Weiß könnte wiederum mit dem Springer dahergehen. Jetzt gehen wir mal auf das aktuelle Brett. Und es steht ungefähr gleich. Es ist wohl auch so geschehen. Ja, also er hat nicht auf C1 genommen und vorläufig, also ist die Dame zurückgegangen. Und jetzt wäre denkbar, dass Weiß seinerseits das spielt, wie wir in der Analyse hatten, auf C7 zu nehmen und dann Turm C1 zu spielen. Um endlich diesem bisher brachliegenden Turm eine Möglichkeit zu lassen. Ja, und den Läufer ins Spiel. Ne? Ja, dann käme auch der Läufer ins Spiel. Also die weißen Figuren hätten jetzt plötzlich doch wieder normales Leben. Helmut, das ist ganz in deinem Sinne, glaube ich, dass er wieder zurückgegangen ist mit der Dame. Ja, weiß ich gar nicht. Also auch sonst. Also ich bin durchaus zufrieden. Aber du hast jetzt vor, also die Türme auf C zu tauschen? Eventuell, ja. Ich muss jetzt ganz konkret berechnen da. Ja, nicht, dass plötzlich so Mattsachen da unten auch sind. Also das ist da meine Sorge. Ja, sieh zu, dass du deinen Läufer da ins Spiel kriegst. Er weigert sich immer noch. Ne? Aber er sagt ja, dass er mit der Mattdrohung, das hat er schon geahnt oder hat er auch schon ausgerechnet. Arkadi, das siehst du natürlich auch, wenn man jetzt plötzlich dieser Matro von dem Herr Schmidt gesprochen hat. Ne? Gut, aber wie man sieht, konkret klappen die nicht. Also das heißt, Turm C7 wäre wahrscheinlich ein guter Zug in der Stellung und dann den anderen Turm auf die Ziellinie zu bringen. Eventuell könnte man dann auch Läufer F1 spielen, um den Läufer endlich ins Spiel zu bringen und den Springer auf C3 zu decken. Die haben erstmal getauscht, ganz wie gehabt. Ja. Und jetzt erwarten wir Turm C1. Ja. Er hat es noch nicht gemacht, aber es wird wohl kommen. Die Bamberger Variante. Kann ich sagen, na mach schon, Helmut, das hört er nicht. Na, das hört er nicht. Der hört auch, glaube ich, nicht auf dich. Ja. Nämlich im Spiel ist man alleine. Ne? Ja, oder kann man, wenn man, was weiß ich, Sekundant ist, irgendwo beim Vorbeischleichen und den Spieler so ein bisschen durch Körpersprache dem mitteilen?
Ich weiß nicht, wäre das übrigens Bestechung, wenn ich ihm 1 Euro anbiete, wenn er die Partie gewinnt? Ja, bei 1 Euro wird er sehr schwach. Ja, 100.000 weniger. Akadi, wie ist das? Kann man Signale aussenden, zum Beispiel mit anderen Sportarten gibt es ja auch, dass man zum Beispiel Daumen drückt oder Daumenzeichen macht oder was gibt es sicherlich beim Schach auch, also durch Blicke und kommen durch Sekundanten. Aber ich denke, alles im erlaubten Rahmen natürlich. Aber ich denke weniger, wie zum Beispiel mein früherer Trainer mir immer erklärt hat, wenn man die Partie gewinnt, bist du der Sieger, aber wenn du die Partie verlierst, bist du der Verlierer. Das heißt, du hast die volle Verantwortung für den Zug, den du machst. Und es ist praktisch egal, wer dir dem Zug vorsagt, ob es Fritz ist, ob es persönlich zum Beispiel der Kasparov ist. Aber dann klappt der Zug nicht und wer ist schuld? Also du bist praktisch derjenige, der die Verantwortung hat. Ja, jetzt hat auch die Verantwortung. Jetzt ist zum Beispiel C1 gekommen, die Dame anzugreifen. Jawohl. Also diese Kombination, die wir hier aus dieser Stellung vorhin versucht hatten, Läufer nimmt D3, die funktioniert nicht. Nee. Also muss die Dame ziehen. Und danach kann wieder Springer C5 geschehen. Richtig. Und da steht er gut. Da steht er sehr gut. Oh. Das war sehr interessant. Also wenn man jetzt spielt er zum Beispiel B6 gespielt, Lothar. Bitte, Dame B6. Dame B6. Ja, er kann natürlich auch Springer E5 ziehen, das ist sogar solider. Springer C5 hat den Nachteil, dass dann Turm C8 kommen kann. Zeig mal auf dem Ball. Also alles auf der würde, jetzt kam das, Dame B6, nicht wahr? Jetzt käme in Betracht, Springer C5 zu ziehen. Ja. Aber Schwarz könnte dann hier den Springer fesseln, wie man sagt. Ja. Und der Läufer und der Springer und der Turm, der Läufer und der Turm und die Dame greifen den Springer an. Das ist zwar noch nicht schlimm, die Dame könnte nach B4 gehen zum Beispiel, aber es ist auch immer was total denn, ausgeglichen. Was ist denn Dame nach E7? Dame D7 käme auch in Erwägung, das ist allerdings richtig. Da müsste dann Schwarz Turm C7 spielen, dann gibt es das Schach und das ist wieder eine ganz andere Variante. Aha. Das ginge auch, ja. Also es ist noch immer kombinatorisch was möglich, drin? Vieles möglich. Also entweder, je nach Geschmack, wird Pfleger nach C5 gehen oder auch nach E5, wo ja der Springer eigentlich ideal steht. Dort gehört er hin. Mhm. Und dann, bitte? Aber ich denke, nach Springer E5 könnte eventuell Dame B2 folgen. Dame B2 folgen, richtig. Und der Bauer A3. Zeig bei mir das Variante. Richtig, ja, das stimmt. Zeig mal bitte, Lothar, zeig das mal. Stimmt, das wäre der Nachteil von diesem Zug, dass er dann Dame B2 ziehen könnte. Ja. Und dann hängen sowohl der Turm natürlich in erster Linie auf C1, als auch der Bauer auf A3. Mhm. Also wenn hier Weiß nichts Gescheites sieht, dann wäre das zum Vorteil von Schwarz. Und das C5 wäre der Ganz klar ist es allerdings auch nicht, weil? Wenn die Dame nehme, würde dann hier getauscht und der Turm käme hierher auf der anderen Seite. Also es ist nicht ganz klar, aber im Prinzip gefährlich für Weiß. Mhm. Deshalb muss sich hier Weiß sehr gut überlegen, ob er nicht doch nach C5 geht oder was sonst immer. Wahrscheinlich doch Springer C5. Aber momentan ist der Vlastimil dran, ne? Springer E5 ist hier zu optimistisch. Aber Vlastimil ist doch im Zug hier. Nein, der hat gerade Dame B6 gezogen. Und Weiß ist am Zuge. Läufer F1 folgt. Läufer F1 hat er gezogen. So, ja, das ist ganz solide. Endlich hat er die Diagonale, wo er mehr Aussichten hat als auf dem toten Feld G2. Helmut, jetzt fühlst du dich einigermaßen wohl? Ja, ich fühle mich die ganze Zeit nicht unwohl, aber durchaus. Das Einzige ist jetzt natürlich, dass nicht jetzt so in letzter Minute, aber matt noch passiert. Dass da gerade die mangelnde Übung vielleicht auch jetzt gerade, wo es schneller wird. Aber prinzipiell fühle ich mich ganz wohl, ja. Er hat doch bis jetzt stark gespielt, wenn man sagt, also dass Lastwil ein großer Spieler ist. Solide. Solide. Bamberg solide. So kann man sagen. Matthias, was gibt es jetzt von der Front der Computer? Gibt es da jetzt irgendwo eine Abwägung? Konkreter Zugvorschlag ist hier A7, A5. Mhm. So, dann ist. Was droht Schwarz, kann man fragen. Droht der was an der Stelle? Und ja, die Idee, eine Idee ist zum Beispiel damit B3 wäre eine Möglichkeit. Austausch. Oder man könnte auch auf D3 schlagen. Und ich sage jetzt einfach nur, das ist eine Variante. Sieben. Bin ich sicher, ob die kommt. Wäre da. A5 und dann
Turm C3 nach wie vor mit minimalem Vorteil von Schwarz. Aber ich betone nochmal, der Vorteil, der hier vom Programm konstatiert wird, der liegt einzig und allein an diesem Läuferpaar, was die Schachprogramme tendenziell sehr, sehr, sehr stark bewerten und oft auch ein bisschen überbewerten sehen. Aber Gadi, es hat sich bis jetzt also noch keinen großen Vorteil ergeben in dem Sinne. Oder hat er Schwarz den Vorteil verspielt? Wenn er überhaupt einen hatte. Es war wohl nicht mehr drin. Es war stellenweise gefährlich. Wenn Weiß nicht gut gespielt hätte, aber er hat gut gespielt, dann wäre er tatsächlich in Schwierigkeiten geraten. So geht es gerade alles noch. Mhm. Jetzt sind alle weißen Figuren im Spiel. Das Läuferpaar hat weiterhin nur, kleinere Räume, nicht die offenen Stellungen, wie sie sie gerne hätten. Also die Stellung steht nach wie vor gleich. Und Wladimir hat keine Chance gefunden, eine Möglichkeit gefunden, überhaupt richtig aktiv weiterzuspielen. Er wollte ja wirklich gewinnen, das wusste ich. Weiß ich noch. Die Sache hing an einem Faden. Es war nämlich so, dass das, was Helmut nämlich auch andeutete, als wir mit ihm sprachen, dass nämlich die Frage ist, ich kann das gerade auf meinem Brett nochmal hier nachziehen, kurze Variante ist, nach Turm C1 musste ja weggehen, das ist auch geschehen gerade. Ja, so. Ja. Da war nämlich die Frage, und das hat er auch berechnet, kann er auf C1 die Dame opfern, weil nämlich diese eklige Schwäche der Grundreihe... Das war voll. Das ist die Variante. Wie es möglich gewesen wäre, statt Dame B6, nicht wahr? Das ist, ich habe das jetzt hier. Und, statt Dame B6. Wir brauchen das nicht offenbaren. Ich hab das hier gerade auf dem Sender. Dann das Opfer und, da. Da sehen wir das, Lothar. So, und das Interessante ist, dass an der Stelle nur ein einziger Zug, den für Weiß richtig gut funktioniert. Und deswegen ging dieses Opfer nicht. Das ist nämlich dieses Schach auf E8. Ja. Wenn man den Springer nämlich decken würde, was ja eigentlich so naheliegend ist in der Blitzpartie. Oh, er ist angegriffen, den decke ich jetzt mal irgendwie. Oh, Dame D1 oder irgendwas, Blitz zu. Dann kommt richtig, kommt Läufer A3 und dann steht Schwarz einfach besser. Und das war eine durchaus interessante Schärfe. Sie ging nicht und das hat Helmut wohl berechnet, als wir ihn eben fragten. Mhm. Aber jetzt ist aber Wladimir wieder ein bisschen. Aber stimmt gefragt. Das alles? Moment mal noch. Nach Dame E8 Schach, was wäre da gekommen? Also wenn man hier genommen hätte... Jetzt sind wir auf dem aktuellen Brett. Also gut, Brett gehen hier. So sieht das aus, so ist also es gekommen. Also gut, dann ohne Schönheit. Hat er A5 gezogen? Nee. Was hat er denn gemacht? Nein, er hat den Tausch hier, den Läufer, produziert. Das ist jetzt... Ach so, er hat es genommen. Na, jetzt ist es absolut... Nichts mehr. Und jetzt Dame B2 oder was? Nee, geht ja nicht. Jetzt zieht er wieder zurück. Also Wladimir zieht auf Läufer auf F8. Das hat er gezogen. Ja. Aha. Jetzt droht Dame B3. Helmut, dir gefällt das doch ganz gut jetzt, was? Und mit einem Vorteil von vielen Minuten. Ja, das ist nicht angenehm, das ist beruhigend. Aber das war sicher das Beste, dass er abgetauscht hat, weil sonst hätte ich eventuell auf der siebten Reihe jetzt, ich wollte eigentlich auf der siebten Reihe versuchen einzudringen, eventuell mit Springer E5. Das war mein Plan und insofern glaube ich, war es richtig, dass er abgetauscht hat hier. Aber du siehst jetzt auch keinen besonderen Angriffspunkt mehr für den Schwarz? Nein. Nun hat der Wladimir also eigentlich hätte er jetzt wenn überhaupt ich was versucht. Ja. Aber so sehe ich auch im Moment nichts. Wladimir, wie siehst du das denn jetzt? Ja, ich musste das halt so. Der Helmut hat mich überlistet mit diesem. Er drohte dann sehr unangenehm, seine Springer nicht nach auf C finden. Das wäre nicht die Drohung, aber Springer E finden drohte, ja. Und dann verlor ich meine Option natürlich, ja. Ja, jetzt werden jetzt wir... Jetzt hast noch, du dich verkrümelt wieder. Ja, leider. Ich verlor meine, wie soll ich das sagen, ein bisschen schon habe ich Initiative gehabt, aber habe ich das er spielte sehr starken Zug Läufer F1, ja, das hat er mich, ich habe den Zug später gesehen, leider. Ja, und jetzt hat er noch eine ganze Menge Zeit, richtig auszudenken gegen dich. Ja, sicher, er soll jetzt noch etwas versuchen, ja, ich muss jetzt parieren, ja. Jetzt hast du aber keine Aktion mehr, sondern du kannst nur noch reagieren, mehr oder weniger. Ja, so ist das. So ist das, richtig. Ja. Lothar, siehst du es auch so? Ja, Schwarz droht jetzt mal Dame B3 und Bauerngewinn. Mhm. Aber das ist für Weiß leicht zu parieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, Turm C3 ist kein sehr schöner Zug. Sag ich mal das Variantenbrett? Also,
theoretisch, um hier Dame B3 zu verhindern. Ja. Aber ich glaube, der ist zu künstlich. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten, Kadi, siehst du da jetzt zum Beispiel? Also ich denke, Dame D7 wäre jetzt eine interessante Möglichkeit. Dame D7, ja. Jetzt weil Läufer A3 ist nicht möglich. Damals A7, D7. Läufer schlägt A3 ist, denke ich, nicht möglich, wegen Turm C7. Also ich verdoppel mich als Weißer auf der siebten Reihe. Also Läufer nimmt A3, Turm C7. Und sagen wir nach Turm F8 kommt vielleicht Läufer G6. G6, das wäre jetzt spannend, das wäre sehr schön. Plötzlich steht das Feld in Flammen. Das kommt noch. Sollen wir hier an sich weiterspielen und die beiden entlassen? Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, Matthias. Ja. Ja. Eventuell mit Marzipan locken. Ja. Aber ich denke, nach Dame D7 von der schwarzen Seite könnte man einfach Turm B7 spielen. Und, warte mal, Akadi, warte mal, Moment. Wir müssen das Brett erstmal wieder hinstellen, richtig? Also hier vielleicht Turm B7. Das, ja. Aber das wäre ein Unentschieden, wenn man jetzt Dame E8 spielt und dann Turm B8 wieder zurück. Zugwiederholung. Ja, aber das wollen wir nicht machen. Wir haben noch 13 Minuten. Wir kriegen ja schließlich ein Honorar für die Zeit und nicht für das Spiel. Oder ist Remy honorarlos? Also, wenn das Remy ist, bekommen wir das hier vorne. Die Idee, der hat Ideen. Also es ist tatsächlich aufgrund der ungleichen Läufer... Arthur, was siehst du das auch ziemlich jetzt ausgeglichen? Jetzt ist völlig ausgeglichen. Wirkung, absolute... Und hat seinen Vorteil verspielt. Er hat also ein bisschen mehr... Ich glaube, dieser kritische Moment hat Turm C7 hat gespielt. Ja, anstattdessen Läufer C5 meines Erachtens wäre viel interessanter. Er hat unterschätzt, dass dieser Springer doch über E5 auch kommen kann. Er hat dasselbe dann gesagt, zu spät gesehen, weil sonst hätte er geschlagen auf C5 und vielleicht Dame B5 gespielt und hat dann vielleicht noch kleine Chance. Ja, aber jetzt hat doch lastenmäßig, was weiß ich, wieder verteidigt mit dem Läufer und jetzt keine Möglichkeit, siehst du, dass er mit dem Damen und mit dem Läufer und mit seinem Turm wieder einbrechen kann unten? Das ist sehr unwahrscheinlich. Und kein Loch. Auch das jetzt ungleichfarbige Läufer am Brett, das alles so tendiert zum ein Unentschieden eigentlich. Akadi, siehst du es auch ein zwingend Unentschieden oder gibt es da noch Möglichkeiten? Lothar Schmidt hat vorhin noch was gezeigt, dass er plötzlich mit der Dame und mit dem Läufer da unten reinschlagen könnte, beziehungsweise auf G6 ein bisschen fischen könnte. Ja, nur dann, wenn Schwarz gierig nach dem Bauer langt. Aha. Also nach Dame D7, was er neidisch ins Gespräch brachte, wäre Läufer nimmt A3 ein Fehler. Ja. Gewinnt dann zwar einen Bauer, aber jetzt kommt nach Turm C7 wäre plötzlich diese Variante denkbar. Turm muss den Bauer hier und auf F7 decken bitte, und dann wieder kommt, Läufer G6. Und dann ist es wunderbar. Und dann ist, dann steht Schwarz wohl bedenklich. Ja, sehr bedenklich. Ja. Wahrscheinlich verloren. Aber das macht er nicht. Macht das denn Matthias einen Computer? Wenn er sieht, dass er den Bauern jetzt schlagen kann, frisst er den einfach. Wir haben das mal gesehen, Kasparov gegen den Computer und hat einfach einen Bauern gefuttert und dann war es zu Ende. Ja, das macht der Computer dann, wenn die Widerlegung außerhalb des Rechenhorizontes liegt. Aber hier liegt sie natürlich kilometerweit innerhalb des Rechenhorizontes. Mhm. Und das ist so einfach eine schöne, scharfe taktische Abwicklung, die das Programm natürlich nicht spielen würde. Aber es ist ja auch die Aufgabe der Kommentatoren, ist es ja gerade, auch die schönen anderen Varianten zu zeigen, die dann auch mal farbig sein können. Aber was jetzt auf dem Brett steht, ist halt nach einer eigentlich ganz interessanten Partie. Völlig ausgeglichen, die Bauernstruktur ist symmetrisch, die Läufer sind ungleichfarbig. Und der schlägt jetzt vor, den Turm zu ziehen? Jetzt an der Stelle könnte, gut, jetzt ist König G2 passiert und A5. Mhm. Und tatsächlich könnte jetzt Turm B1, ist ja auch schon geschehen, genau. Jetzt wird natürlich alles abgetauscht und dann ist ein Remis-Schluss. Obwohl, wenn eine Seite mit den ungleichfarbigen Läufern noch angreifen kann, Königsangriff bekäme, dann würde es natürlich nochmal sehr scharf, weil dann die andere Seite die angegriffenen Felder nicht verteidigen kann. Aber dazu wird es hier nicht kommen. Ist das denn zwingend, dass ungleichfarbige Läufer immer das zwingend ein Remis nach sich ziehen, oder? Also es liegt dann immer sehr nahe, vor allen Dingen im Endspiel. Es kann im Mittelspiel durchaus zu sehr dramatischen Varianten führen, wenn die Läufer ungleich sind, das heißt von verschiedenen Farben. Aber je mehr sich das Endspiel nähert, desto remislicher, sagt man, wird es.
Also wenn jetzt die Schwerfiguren abgetauscht würden und selbst wenn Weiß dann einen Bauer mehr hätte, wäre es wahrscheinlich unentschieden, weil die ungleichen Läufer zu viele Verteidigungsmöglichkeiten anböten. Ja. Also hier ist inzwischen Dame C7 geschehen. Jetzt wird möglicherweise Abtausch erfolgen, dann kann man auf A5 nehmen und dann, jawohl, so schießt auch. Turm schlägt Turm, Dame nimmt und jetzt wird sich das ganz friedlich auflösen. Entweder das, ja, er nimmt und Dame B3 wahrscheinlich greift sowohl Bauer an als auch Läufer. Ja. Und damit werden sie sich die Hände reichen. Wir können noch irgendwelche Flüche hinübersenden, das wäre es aber nicht zu machen. Das ist aber auch legitim. Ne? Es ist so Remis, wie es Remis sicher nicht sein kann. Freundschaft. Das ist jetzt das aktuelle Brett und das aktuelle aus der Kabine. Aus. Nichts mehr. Nichts zu machen. Warte mal. Helmut, du bist jetzt dran und du hast noch ein bisschen Zeit. Jetzt könntest du versuchen, doch irgendwie was auszufinden oder siehst du nur noch? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es wirklich eine ganz ausgeglichene Stellung ist mit den ungleichen Läufern, völlig symmetrisch mit den Bauern. Also hier kann man eigentlich wirklich sich so langsam auf Remis sogar einigen. Wie ist das denn? Hat denn in diesem Fall Vlastimil ein Spielchen ein bisschen verspielt? Gut, ehrlich gesagt, jetzt bin ich gerade hier am Überlegen. Also das können wir gerne nachher. Dann überleg noch mal. Vielleicht findest du was. Ja. Vielleicht findet der Computer noch was. Nee. Auch nicht. Vlastimil, was hältst du davon, wenn jetzt der Weiße dir ein Remis anbietet? Ja. Oder lieber nicht? Nein, du kannst ja noch weiterspielen. Vielleicht findest du noch was. Ja. Was die Computer nicht finden, die Großmeister hier nicht finden. Ja gut, es ist auch möglich. FC Köln gegen Bayern München in Bayern Arena natürlich 1-1 oder 2-2 kann ich damit gut leben. Ja. Die Partie ist sehr korrekt bis jetzt. Ja. Wir spielen natürlich sehr objektiv. Wir waren auch Objektivisten das ganze Leben. Und ja. Der Helmut versucht natürlich jetzt noch irgendwo, gibt es da vielleicht auch eine Falle noch? Manchmal redet man ja beim Schach von Fallen. Ja gut, ich könnte noch mir vorstellen, wenn weiße Dame jetzt zum Beispiel auf Feld H7 käme, dann bin ich Matzes, ja. Aber bis auf H7, da lasse ich es wieder nicht zu. Das lässt du nicht zu? Der Läufer hängt jetzt, ja, also ja, ja, ich glaube schon, dass... ja, wie soll ich das sagen? Ja, ich fühle mich nicht so zweimal wohl, weil ich habe wirklich diesen Zugläufer F1 übersehen und danach habe ich Messe. Aha. Er spielt jetzt Läufer B5, er will vielleicht jetzt auf E8 kommen. Ja, das ist mein Problem, dass ich eigentlich jetzt diese ganze Geschichte nicht mehr... Ich muss noch aufpassen eigentlich. Das heißt, ich muss meine Dame wieder... Leider zur Verteidigung bringen und natürlich diese gleichfarbigen Läufer, die sind halt, ja, wie mir einmal der Freund Spassky gesagt hat, ja, weißt du, ungleichfarbige Läufer, das ist immer irgendwie ein Signal für, ja, hier, ich kann nicht auf A3 nehmen mit Läufer, weil dann käme noch Läufer E8 und plötzlich verliere ich mindestens den Bauer. Also, mein Zug ist natürlich jetzt Dame schlägt A3 und ich muss jetzt abwarten, was Helmut noch tut oder wie er das sieht. Ja? Also, ich warte auf Helmut. Wann muss ich fahren? Arkadi, du siehst auch nur noch ein Remis. Auch wenn die einen genialen Blitz hätten, ist keiner. Auch Kasparov nicht und kein Mensch würde sowas. Ich denke, in der Stellung ist nichts mehr zu machen. Eigentlich eine total miese Stellung, kann man sagen. Helmut, was ist denn, wenn du jetzt dem Vlastimil nicht als altem Freund, auch nicht als Mitkommentator, sondern als Schachspieler ein Remis anbietest? Ja, das überlege ich gerade. Das ist jetzt ist wirklich, also ich schaue gerade, ob ich noch irgendwie eine Chance habe. Aber vielleicht hast du auch die Bayern oder die Bamberger mal eine Blitzeingabe. Ja. Ja, nee, es ist wirklich Remis. Ich nehme jetzt die Dame und biete Remis an. Vlastimil, Helmut hat Remis angeboten. Und was hat er gespielt?
Er hat die Dame jetzt getauscht. Ja, da hat er Dame mehr. Dann ich nehme zuerst die Dame weg und dann bin ich dann einverstanden. Ja, 0-0. Ja, danke. Okay, das war's dann. Meine Herren, kommen die rein. Luther, Luther. Akadi, ein korrektes Spiel heute? Ja, ich denke auch. Von beiden ziemlich gut gespielt. War ungefähr ausgeglichen. Und Fritz ist auch zufrieden und Matthias? Völlig korrekt. Eine taktisch völlig korrekte Partie, wie aus einem Guss. Einem Guss. Und bei dir auch? War das eine interessante Partie? Oder eine? Für mich war interessant. Dieses Manöver Springer D3 zum Beispiel und dann Läufer F1, das hat Helmut sehr gut gemeistert. Und das ja, weil unser Großmeister gesagt hat, es war eine langweilige Partie. War das wirklich eine langweilige Partie? Bis zum gewissen Punkt. Dann haben sich beide gegenseitig gesteigert und man sah also tatsächlich Vorteile bei Schwarz. Aber Helmut hat in dieser kritischen Situation mit Springer D3 eine wunderbare Lösung gefunden, um sich zu retten. War denn Blastimin zu leichtsinnig da oder hat er das gar nicht rechnen können oder sehen können? Das ist seine sprichwörtliche Gutmütigkeit. Das ist die Gutmütigkeit. Jetzt werden Sie, glaube ich, noch Postmortem spielen. Kann das sein oder sowas? Wir erwarten Sie aus den Kabinen. Es könnte sein, dass jetzt erst der wahre Streit entbrennt. Das ist ja meistens nach der Partie so, dass man dann also dann schlauer ist. Nein, also ehrlich, beide haben das Beste aus dieser zum Schluss tatsächlich schwierigen Situation gemacht. Ja. Ich möchte mir erlauben, beide zu loben. Beide werden gelobt. Ja. Beide werden gelobt. Herzlichen Glückwunsch. Vladimir, wir haben ja geglaubt zwischenzeitlich, dass du also als Sieger hier vom Brett gehst. Ja, daran habe ich auch ein bisschen geglaubt. Ja, ich glaubte schon ein bisschen, also etwas besser zu stehen. Aber ich habe tatsächlich diese einzige Zugläufer G2 dann bei diesen Berechnungen, weil sonst würde ich mich wahrscheinlich für etwas anderes entscheiden. Ja. Aber ich konnte halt nicht finden, etwas, wo ich kann wirklich schon kratzen und fauchen mindestens. Dann habe ich nur gefaucht, also ich habe nicht gekratzt. Aber das ist doch eine wunderbare Partie von Helmut, der sagt, also seit 8 Jahren hat er nicht mehr gespielt. Was meinst du, wenn er trainiert hätte, dann hättest du gar keine Chance gehabt. Ja, es ist zu seinem Glück, habe ich erst seit 7 Jahren nicht mehr gespielt. Also. Wie bist du mit deiner Partie denn zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, weil ich hatte wirklich große Bedenken. Wie geht es eben? Ja, wenn man nur kommentiert oder sich zwar mit Schach beschäftigt, aber nie mehr spielt, das ist doch was anderes. Also insofern bin ich sehr zufrieden gegen Vladimir, der jetzt gerade in Mainz noch hervorragend gespielt hat. Also nicht ganz bis zum Schluss gegen Arkadi. Ja, der Arkadi hat mich erwischt im Mainz. Ja, gut, aber das ist die Hoffnung. Im Schach ist dieser Generationswechsel sehr friedlich, auch sehr schöne Sache. Ja. Und das ist so jetzt im deutschen Schach. Helmut, war das denn jetzt für dich ein Vorteil, dass du Weiß hattest? Ja, natürlich. Ein Riesenvorteil, gerade weil ich solche Eröffnungsschwächen habe. Und gut, die Eröffnung, da wird sicherlich Fritz sich die Haare gerauft haben, wenn er das gesehen hat, oder auch Arkadi und Lothar. Aber das war schon immer bei mir so, dass ich versucht habe, irgendwie die Eröffnung zu überleben, um erst dann zu spielen. Aber die Eröffnung konntest du nicht knacken, Vladimir? Nein, das ist... War solide, nervös, halt solide, wie die Bamberger sind. Ja, wie die Bamberger sind, ja, richtig. Ja, ich konnte das nicht knacken. Es wäre auch, ich müsste dann zu viel Risiko nehmen. Ja. Und auch wenn wir das ausgegeben haben, zu viel Risiko, man muss auch nicht sein. Ja, also Kamikaze, ich war nie in meinem Leben. Aber du warst nie ein risikoreicher Spieler. Ja und nein. Also ihr beide seid zufrieden und habt euch die Hände gegeben. Remis, also nach 25 Jahren Kommentatorenschaft, was war dann einfacher, kommentieren oder zu spielen jetzt? Gut, lass was offen. Eindeutig das Kommentieren. Also. Hat es dir auch Spaß gemacht zu kommentieren? Ja, ich muss sagen, es gab Momente... Obwohl er gescholten hat, er gesagt, ja, ich kann die jungen Leute nicht ohne weiteres so davongehen lassen. Richtig. Beide haben sich gesteigert im Laufe der Partie. Ja. Es war am Anfang wegen der Bauernstruktur nicht viel los. Mhm. Man glaubte, na ja, wenn die jetzt alles abtauschen, ist es eben zu Ende. Aber die haben da noch Tricks gefunden, wo sogar der reifere ältere Herr staunt. Dann staunen ruhig weiter, wunderbar. Ja, staunen sollen auch die, gebe ich dir das Mikrofon, mal staunen sollen auch die beiden Herren. Der Westdeutsche Rundfunk
schenkt euch zu eurer Hilfe, die ihr dem Westdeutschen Rundfunk hat angedeihen lassen. 25 als Kommentatoren, das von unserem Bildhauer Gautam entworfen und gemacht, beide Köpfe. Seid ihr damit zufrieden? Seid ihr glücklich damit? Sehr zufrieden, sehr glücklich. Jetzt ist nur die Frage, wer kriegt welchen Kopf? Ja. Das ist jetzt, wird jetzt ausgelost. Ein Wort von Helmut zu dem von Werk von Herrn Gautam. Ja, also ich habe es dem Gautam selbst schon, ist ja ein guter Freund, auch gesagt, also ich finde es ausgesprochen gelungen. Ja. Und also ich freue mich jetzt wirklich, dass ich den also zu Hause, ich weiß noch nicht wo und wie, aber... Das werden wir organisieren. Ja. Und Lastimil? Ja, ich bin wortlos. Ja. Ich bin ein bisschen traurig. Aber so ist das Leben. Wenn man jetzt die beiden Köpfe sieht, also im Grunde genommen sind sie jetzt wieder friedlich und wenn man zum Schluss auf Remis sich geeinigt hat, sind wir ja alle wieder froh und glücklich. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind auch einigermaßen froh und glücklich mit dem, was heute an Schach geschehen ist und ich hoffe, Sie werden auch Schach weitersehen. Ich für meinen Teil verabschiede mich hier mit dieser Sendung vom Schach im Westdeutschen Rundfunk und ich hoffe, Sie werden in Zukunft aber trotzdem weiter Schach spielen, denn Schach ist unabhängig von Kommentatoren, unabhängig von Spielern. Schach bleibt so lange bestehen, solange die Welt existiert. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß und guten Abend.